Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Euro Wrestling Drive-Thrus. Mein Name ist Sigmaster Rappo, Sigi the Swiss Tank, Major Painmaker, Referee Pascal Signer oder wie ihr auch immer mich nennen wollt, ist mir eigentlich auch egal. Und an meiner Seite wie immer der zweite Vorsitzende des Euro Wrestling Drive-Thrus, der Terrorist des Euro Wrestlings, Yusuf Islam, und der A-Kommentator der Euro Wrestling Tapes. Ja. Hier ist Mr. Hanky, Mark Landauer. Grüß euch, liebe Wrestling-Fans. Grüß euch mittlerweile, darf man ja schon sagen, Drive-Thru-Abonnenten-Fans. Bedanke mich oder wir bedanken uns im Namen des Teams für fast 500 Aufrufe des ersten Drive-Thrus. Das ist keine schlechte Zahl. Auch der zweite hat schon einige Hits jetzt gehabt. Ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut. Hat er schon auch bald 200. Also wir sind auf einem guten Weg. Und offensichtlich gibt es wirklich noch einige Fans, die die Szene ja auch gerne Revue passieren lassen. Ja, also wir kommen natürlich noch nicht an den Jim Cornette Podcast an, der jetzt gerade die 100.000er-Marke auf YouTube geknackt hat. Und wenn das aber mal passieren sollte, möchte ich dann bitte auch einen Kuchen haben. Ja. Aber ja, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile bei den Zahlen. Aber ja, es werden auch jede Woche brav Fragen gestellt von euch. Und macht weiter so da draußen, vor allem in dieser Corona-verseuchten Zombie-Apokalypsen-Zeit, obwohl es ist ja ein Silberstreifen am Horizont zu sehen und ein Ende dieser Zombie-Apokalypse steht voraus. Ich glaube, ihr in Österreich seid uns ja noch ein bisschen voraus. Wie ist momentan die Lage in Österreich? Also ganz ehrlich, ohne Schutzmaske brauchst du eigentlich aktuell nicht außer Haus gehen. Ja, es sind schon einige Geschäfte geöffnet, der Handel. Der wird jetzt wieder ein bisschen starten und wir werden auch die Geschäfte sperren auch wieder auf. Ich habe diese Woche schon eingekauft bei diversen Geschäften. Lokale, Restaurants und so weiter, die bleiben nach wie vor noch zu, sollen aber auch im Mai, mit Anfang Mai langsam aufsperren. Was mich ein bisschen nervt, ist das Ganze von der Regierung, wo nicht genau gesagt wird, was wirklich Sache ist. Ja, wann, wie lang geht das? Ja, natürlich sind alle unruhig. Ich meine, ich habe einen fixen Job hier, aber vergleiche das jetzt mit einem Selbstständigen. Wann, der möchte jeden Tag sein Geschäft wieder aufsperren und kann nicht. Also das ist natürlich schon ein Wahnsinn, aber wir müssen uns dran halten. Von Wrestling-Shows zu veranstalten, brauchen wir momentan noch gar nicht sprechen, denn die letzte Meldung war, dass bis einschließlich 31. August Veranstaltungsverbot im Sommer sein wird. Das heißt, im Sommer gibt es hier garantiert keine Wrestling-Shows. Ja, bei uns in der Schweiz sieht es ähnlich aus. Vorgestern, also Donnerstag, hat der Bundesrat einen sogenannten Fahrplan rausgegeben. Das heißt, heute in einer Woche, also wenn ihr das hört, am Montag, heute in einer Woche dürfen Haarschneidesalons und Tattoo-Studios und Masseusen, Masseure, Chiropraktiker und also alles, wo du eigentlich 1:1 miteinander zu tun hast, dürfen wieder aufsperren. Also auch unser guter Freund Sascha Schnellmann, Jamie Gardner, darf sein Skintology-Studio wieder aufmachen nächsten Montag. Mhm. Kleine Werbung hier. Und ja, also und 2 Wochen später dann am 11. Mai dürfen dann, also ganz wichtig jetzt heute in einer Woche, dürfen auch die Krankenhäuser und Ärzte wieder ganz normal aufmachen und die ganzen Operationen, die jetzt verschoben wurden, dürfen wieder gemacht werden und dann eben 2 Wochen später sollen dann die Schulen, also die Grundschulen wieder aufgehen
Und am 8. Juni soll es dann soweit sein, dass Museen, Zoos und solche Sachen wieder aufmachen dürfen. Also sprich alles, wo man diese ganzen Hygienevorschriften und Social Distancing noch irgendwie möglich haben kann. Und ja, was natürlich alle drauf brennen ist, wann dürfen die Restaurants und Bars und so weiter wieder aufmachen, weil auch bei uns in der Schweiz ist gerade der Wirtschaftszweig natürlich extrem am Bangen, wann sie wieder aufmachen dürfen. Und bei Veranstaltungen wurde sehr, sehr, sehr um den heißen Brei herum geredet. Also es war irgendwie die Rede von, ja, Veranstaltungen bis 1000 Leute könnten eventuell vielleicht bald wieder möglich sein. Aber Großveranstaltungen wie Open Airs bestimmt nicht bis Ende des Sommers. Und ja, also da muss man dann definitiv nochmal über die Bücher, weil wir hätten ja am 6. Juni noch eine Swiss Championship Wrestling Show geplant. Und ja, ja, das müssen wir wahrscheinlich dann auch absagen, weil selbst wenn es am 8. Juni wieder halbwegs normal ist, dann sind wir immer noch 2 Tage vor diesem Termin. Also wird das wahrscheinlich, sieht das ein bisschen schlecht aus. Also ich glaube, ganz ehrlich, wie gesagt, den Sommer werden wir vergessen können. Ich sage jetzt mal bei uns, was wäre im Sommer gewesen? Wir hätten das Prater-Catchen gehabt. Das wird nicht stattfinden, denke ich mal. Prater, denke ich auch nicht, dass der aufsperren wird so schnell. Und wenn dann alle in den Hochschaubahnen oder irgendwo in den Karussells mit Gesichtsmaske, ganz ehrlich, herum oder die aufhaben, also das macht ja alles keinen Sinn. Und auch damit verbunden im Prater sind natürlich die Gaststätten. Also das, ich glaube, dass, wie gesagt, dass es im Sommer noch nicht so sein wird, wenn dann mit strengen Vorkehrungen, ob das Sinn macht. Max hätte eine Show im Juli, Open Air. Auch die wird es nicht spielen. Eine EWA-Show, glaube ich, im Juni ist bereits abgesagt worden im Rahmen eines Bikerfestes. Ja, und wir wären dran mit Tag des Sports, hoffentlich. Das wäre 3. Septemberwoche. Da hoffe ich schon stark, dass wir das schaffen und da wieder quasi ja, mit dem Veranstalten nochmal anknüpfen können. Und im Herbst, 10. Oktober, 21. November, das ist halt dann die große Frage, wer ist von den internationalen Wrestlern schon verfügbar, eben wegen dem Fliegen? Das ist das nächste große Problem. Also ich persönlich bin ja jetzt mal sehr gespannt, was in Amerika abgeht, weil auf den Social Medias liest du überall nur, ja, Amerika hat die meisten Angesteckten und die meisten Toten. Ja, es ist auch das drittgrößte Land der Welt. Also was erwartet ihr denn? Ich meine, man muss diese Zahlen natürlich schon ein bisschen nüchtern betrachten. Also meine persönliche Meinung, es wird sehr viel übertrieben, was momentan abgeht oder zumindest abgegangen ist. Aber das soll jeder selber denken, was er will, weil sonst werde ich dann wieder als Aluhutträger dargestellt und darum soll es ja hier jetzt nicht gehen. Aber ja. Ich wäre auf jeden Fall im September 3 Wochen in Amerika und ja, ich beobachte da jetzt natürlich schon, ob und wann da irgendwas wieder aufgeht, dass zum Teil Strände in Florida sind ja gestern wieder aufgegangen, ja. Wobei die auch nie wirklich komplett geschlossen waren, aber also du darfst jetzt in Florida, darfst du jetzt zumindest wieder schwimmen und angeln und biken und surfen und was auch immer man im Meer halt so macht. Also apropos aufsperren, Sigi, ich glaube, da vorne macht die auch schon die Luke auf. Fahr mal vor, denn ich habe jetzt schon Kohldampf. Ja, ich fahre mal vor, weil wir haben ja heute viel geplant, das Jahr 2003. Wir haben es extra alles auswendig gelernt dafür. Ja, um Gottes Willen, ja. Und
Ja, aber komisch, da sind so viele Leute heute. Was ist denn da los? Marc, schau mal da drüben. Ist das nicht, ist das Cleopatra? Ja, vom Nummernschild ja, weil das ist eine amerikanische License Plate. Und das sieht wirklich so aus wie Cleopatra. Excuse me, ma'am, are you Cleopatra? Yes, I am. Hey, welcome to the talk. How are you? Good, how are you? Well, good. Hi, Cleo, so, this is Mark. I'm the camera guy. You probably won't remember me, but you definitely remember Siggy. Oh, yeah. Despite he lost a lot of weight but is retired sort of as well. Yeah, great having you here. Your wrestling career was not that long, but you can still tell us about how you got started in the business, what did you like about wrestling, and then of course what was or who got in contact with you and brought you to Europe. Also, you told me there's a funny story how you got into wrestling. Oh yes, there is. It's really funny. Okay. My boyfriend at the time told me I should go down to the wrestling camp. He didn't want to do it, but he said I should do it, so I did. Then got jealous when there was nothing but guys there, when he saw the pictures. I came home. Really? My boyfriend at the time said I should do it, and yeah. How old were you back then? I was 20. Oh, really? Wow. And The same age like me, right? I think. So you watched wrestling back in 20 years ago. So you're now you reached your 40th. So 20 years ago, it was WWE on television. Did you like it? What did you watch most? Yeah, I watched WWE. Mm-hmm. And so how? Your boyfriend back then, was he a wrestler too, or was he just like no? He was a fan. He wanted to do that that show where you can be a contestant and then become a wrestler. I forget what it was called. Tough Enough. Yeah, that. He didn't want to actually do the camp that I did. No, he wanted to do it that way. Mm-hmm. So you started training. I saw it, but you started with the Dory Funk Funking Conservatory. Was that your first facility you started your training? I did. Yep, it was. How so you never went to a different wrestling school before? You just started right away with Dory Funk. Yep. That wasn't even a wrestling school existed. So you were based in Florida back then? I lived in Pennsylvania, but I went down to Florida. Really? Well, how many times a month did you go there? Once a month I went down for almost a year. Wow. And did you meet some European guys there as well? Mm-hmm. Bambi, yeah, quite a few. Bambi Killer was there, I guess. Chris the Bumpy. Yeah. And Maverick, did you know him? Maverick? Yeah, I remember he was very quiet. Didn't speak a whole lot. Mm. So when we met, was that the first conservatory you did, or have you been there before? That was the very first one. Mm. So, yeah, so you met me, Bambi, Kovac, Eric Schwartz, and the big Austrian guy, Robert Wild Thing Fasser. Yeah. And yeah, then you went for another year to the conservatory, you said, right? Mm-hmm. And how did you feel
doing that camp. So it, I think it was always 1 week of camp. Yeah. And then on Saturday, he did the tapings for the TV show he did back then, right? Mm-hmm. Yeah. So, I saw that you got involved with a lot of men. Were there only like you as the females, or were there other females training there? Occasionally there was another female, but usually I was the only one. Yeah. Wow. Except the referee, Claudia the Claw or something. So how did you feel about Dory Funk's training back then? I liked it. He made it seem easy, and he explained it in a way that made it easy to understand. Yeah, I remember that. I think even if it was just a week for me, I think I changed my in-ring wrestling very much after that week. I don't know, Mark, maybe you can compare that to the first 2 years I wrestled and after I went to Dory Funk. Yeah, well... I didn't really follow. There was a time where you see, I think you also got more in shape, because when you started in the VWC, you were just like the chubby Siggy guy. But I think you were not that chubby guy at Dory Funk's camp. So you gained more like a bit of a fitness factor. And the style, well, of course you learn, because I mean, in 2000 you were green, you had your a couple of matches, and I liked the match with the six-man tag. I saw it on YouTube. I really liked it. Yeah, it was something different, and also Charles Robinson was the referee. Yeah, he was there for that. TV taping. So where did you, except Dory Funk, where did you start to wrestle in the indies in the States? I think the first one I did was NWA East up in Pittsburgh. That was my first indie. And how many matches did you have in the States? Because the German database lists like 6 batches of you, and I think you had more than that. Besides the ones in Florida? Overall, there are only like 9 matches with the European ones and some from Florida and some from Canada, but overall there are only 9 matches. So we wonder if you had more matches overall, or how did you, can you just someone in that one, in the Pittsburgh one. Mm-hmm. So overall, yeah, how many matches you think you had? 30, 20? Let's see, what, once a month for almost 2 years in Florida. I don't know, probably about 20, maybe. Between 20 to 30 matches overall. Mm-hmm. Yeah. So 2001, you started to train at Dory Funk. Then you, after a year, did you still go to Doris' camp, or was he like, you're done here because you can go to the Indies now? Oh, I kept going down. Mm-hmm. And what do you think, or what was the reason that you didn't have more matches in the States back then?
don't know. I really don't. It's been so long. Had you like the vision or not the vision to become a real pro wrestler and live of it because you had a regular daytime job which you didn't want to give up? I think I was working at the daycare center at that time and I really enjoyed it. Yeah. So you didn't like some others that immediately just want to focus on wrestling and this is my dream and I want to do that and nothing else. So you didn't have that vision. No, I just wanted to do it more for fun. Just for fun, yeah. Mm-hmm. So you didn't search for bookings. You just took what you got, or what was your thought process then? There are people I knew. I think the demand back then wasn't so there was not such a heavy demand for women's wrestling 20 years ago. I mean, there wasn't. There was just, I mean, in the WWE, there were like the Divas, China, and some others, but they were like exceptional to the indies. And I think the indie scene, the female indie scene in the United States, they came along in maybe 2003, 2004. When Shimmer Pro Wrestling came along. So I think you were active in a time where really the demand wasn't there. So probably that's why you didn't have so many matches. Yeah, it was a man's world back then. It was yeah, exactly. And okay, well then I saw some matches in Canada. How did that be, like you got to Canada? Wrestling for Stampede. That was through Dory. He took a bunch of us out. That was fun. That was fun. You wrestled Bell Lovitz. I just looked up the name. She was Canadian as well. Mm-hmm. Trained by Bruce and Keith Hart. That's some good wrestlers. Mm-hmm. So Dory brought you there, and have you also trained there, or just the two matches? We got to go down and train a little bit in the Heart Dungeon. That was really cool. Wow! in the real dungeon in the house. Yeah, in the basement. Oh wow! Well, that hang on. That's okay. Up. Okay, he's going so was Stu Hart still alive back then, or was you tell us about someone hitting a moose and not taking it back to eat it. So in June 2002 you made your debut in Germany for WXW. How did that come about? You, Siggy. You invited me over. Yes, but the listeners probably don't know that. So Siggy wants to just get it confirmed by you. That's he just wants the confirmation. Yeah, okay, now we know it. Siggy brought Cleo over. Yeah, he invited me to come over. Mm-hmm. And did you hear anything about the European wrestling scene back then, or was it traveling to some absolutely new places? Have you been in Europe before that? Like no. for holidays my or first something? Time. First time. Nope, that was my. So okay, then it was WXW. Tell us about your first Germany trip. It was a very long flight. I remember that.
14 hours, I believe. I don't know why. It's always different going to a new country, you know. Things may seem the same, but they're different. Yeah, but it was interesting to see, you know, where my roots came from, because part of my ancestors came from Germany, east side. So it was nice to see where my family came from. I remember you stayed a while in Germany. Was that the first time already or the second time? Third time. Went there one other time for another match. Yes, and you also had a match in Ireland. So after June 2002, did you fly right back? Or I really don't remember. I remember that you also had some training in Switzerland. So between June and October 2002, did you stay in Germany or did you fly back to Florida? I flew back to Pennsylvania. Yeah, I flew back, still went down to Florida, and then would come back. So you had a match with Neil Faith. He was also a student, a trainee of Dory Funk's camp. Are you still in contact with him, or do you like some text him something? I lost contact with him. Totally lost contact with him. Yeah, but you know that happens sometimes. So you wrestled Maverick and Vampiria. Do you like remember that match, the tag team match? Oh, that was fun. I remember that. That was fun. Yeah, and on the same evening, you got you became hardcore champion for like 30 seconds. It was I beat you. I surprised you. I remember that. Yeah. You think you jumped like a high cross body on top of Siggy and pinned him right away. Yep. Okay, I took him by surprise. That's why he didn't come out of the pin. Yeah, and then Hate picked you up and basically slammed you through the ring. Yeah, and bruise on my back. So then you went back to the States, and then you came back to first to Ireland, where you wrestled Pippa Elvin, very experienced wrestler. Yeah, it's been so long, I don't remember some of the names. Well, she was a very a seasoned veteran. She's from Manchester. I think she also wrestled in the U.S. Did you remember that match? Vaguely, like I said, it's been a long time. Yeah. And the next date was a week later in Germany again, against Vampiria. That was the evening gown match. I just watched it, some scenes in the last event of the year 2002 in Germany for WXW. We still have to figure out, when did you really become WXW Women's Champion? Because this is the main thing here. At the show in March, so we go to March now, 2003, there was a match against Alex Breslin, and it was for the WXW Women's Championship, the first, for the record books, the first ever Women's Champion of WXW is Cleopatra, Siggy. Yes, that's also what I think. Because it never got defended after, but
I'm sure Cleopatra was the first WXW, I think it was even called Ladies Champion, and then it was never defended because I think WXW didn't have, for a few years, never had any women's title matches. And I think that is just my guessing that Hate brought this belt along at the show in March and just said, hey, listen, Tommy, this match is for the WXW Women's Championship. And I assume, again, it's not confirmed, maybe you won that vacant title back then against Alex Breslin. Otherwise, there has to be a match where you won that belt. So we're just searching for it, but I'm not sure who can solve this sort of riddle. You should call Black Holmes. He might be able to solve it. Sorry? Sherlock Holmes. He might be able to solve it. He's a great detective. Okay, well, did you stay for a longer, like for a couple of weeks in Germany as well, I heard? Or is that like, was that not true? That was a couple of years. Hmm. Long private story. So you have been engaged with Hate, is that right? No. No, that's not right. No. Okay. So this is just rumors. So what I know is that you met somebody in Germany, a non-wrestler, and yeah, you were together with that guy, and yeah, you lived, how many years did you stay here? Two, three? 3.5 years, I believe. 3.5 years, but you never... Wrestled. You never wrestled, right? Right. After my dad passed away, who was my biggest fan, it just didn't seem right. Okay, so the passion, due to the passing of your dad, the passion wasn't there anymore. So this was... With the passing of your dad, also the passion passed away for the wrestling. Yeah. Okay. Mm-hmm. So that WXW match in 2003 was your last match, or did you had? That was the last one. That was the last one. Okay. Mm-hmm. And so, yeah, then 3.5 years later, you went back to the States, and we lost contact. I mean, we were friends on Facebook, but yeah, we talked like once a year and said hi and how are you doing, and yeah, that's basically it, I think. Yeah, pretty much. So I think the listeners can hear that there's a voice of a little man in the background. Maybe tell us a little bit about that. Yeah. What is Cleopatra doing right? What is she doing right now? You became a mother. I had a baby in February. Your first one? Yes, my first one. Okay. Wow. Congratulations. Thank you. And what have you been doing the last 15 years? 15 years, or let's say 13 years since you are back in the States. I took care of my mother until she passed away about 7 years ago. Then basically was out on my own. Got a job at a warehouse. Met my current fiance and had my son. Mm-hmm. It was the pride and joy of my life. So you're have you been married also? No, I'm engaged to be married. Mm-hmm. So you plan a wedding? We're trying to, but we got to get through this Corona shit.
Yeah, we all want to get rid of it, and wanna travel again. We want to promote again. We want to see wrestling live action again. So want to take my to the park. That's what I want to do. So what are you missing now? Just going out with what's the restrictions like in the in your town? What's Don't go anywhere unnecessary. If you have to go into a business, wear a face mask. Yeah, same here. I'm allowed to go out and take walks and stuff, which I do take them on, which I might do later because it looks nice out. So he gets outside and gets some vitamin D from the sun. Yeah, sure. And I think Trump is trying to open at least a little bit in the next few weeks. Yeah, that's what I heard too. I don't follow the news a lot. It's too much bad news and it makes me sad. Yeah, and there's also a lot of fake news, but that's a different horse. So we Do got a you few questions, or yeah, qu Mark. question? I have a. Do you still live in the in this in the Pittsburgh area? No, I live in an area near Carlisle, PA. What's the Carlisle, PA? Wow. It's south of Harrisburg. Which state? It's still in Pennsylvania. It's in Pennsylvania. Okay. Yeah, So we have questions. we got a few questions from fans. Okay. The first ones we basically already discussed. There was a questions like about your stations in wrestling, like Dory Funk, Stampede, Bruce Hart, and how did you get there? But we already talked about that. But what do you think of the development of women's wrestling in the last 20 years? I honestly couldn't tell you because I haven't followed it. Okay. I think So you never watch. the little bit I've seen on like when I actually do watch it, it still seems like some women are taken seriously, some are just there to be objects to be looked at. But the woman scene is really, it grew the past 5 to 10 years, because nowadays, for example, the WWE even hosts a pure 30 woman Royal Rumble match. I mean, compared to Oh, that, wow. it's crazy. What happened 20 years ago, you can't compare it. What's happening now? They Was really gave. five that Yeah, was only they like really. five WWE? Yeah. There's a little lag now, but. Siggy, there's some lag Yeah. here, I think. It's an. I think that's because we all take the talk at the same time. Yeah, but her phone, I hear her very like delayed. That's the problem. Well, there's supposed to be a storm here that might be causing it too. Well, now it's much better. I think, especially in the States, there were always good women's wrestlers, just not in the WWE. And I mean, there has been Shimmer, Shine, and whatever all those promotion are called, but WWE portrayed women's wrestling always as, like you said, as a thing to look at, as an eye candy. And for years we had just matches like pillow fights Water, pool yeah, fights. stuff like that. And I think the scene grew and grew and grew, and when NXT came along, it changed, because NXT had, in my opinion, the first very good women's wrestling matches in
in that WWE bubble, like Paige against Emma, Tennille Dashwood, or Paige against Natalya and stuff like that. And then the whole women's revolution started, like, what was that, about 4 years ago, 5 years ago, when Paige, the English girl, came up to the main roster and, yes, yeah, started this women's revolution. So the matches, the match quality got on another level. And I think that's the evolution, at least in the States. And I didn't follow the scene in England. Maybe, Mark, you know more about that. But in the German part of Europe, I would say there has always been a constant of women, but only 2, 3, maybe 4 at a time and not more. And now we have a bigger women's scene. Record again. So basically, I think there are some females that come to NXT, which is a sub-brand of WWE, and they are in charge now to train women. So, and they want to represent the women as like athletes and not more like as divas. That's why the ideology or the philosophy changed a bit in the WWE now. And everyone jumped on that train. Britain, Germany, every European countries. So, and that's why the women's wrestling scene now is bigger than ever. Because now every woman sees that it's a sport, it's still entertainment, but it's a sport, and not just putting pin-up girls in the ring. That's gone now. This is history. Yeah, and England or the United Kingdom was always a few steps ahead of the German European scene, and you are one of the guys who started his own women's brand with Glam. So maybe you can tell Cleo a bit what you are doing right now. Yeah, and after the show, I'm gonna send you a link as well. So what I'm doing now? So I started to promote my own company in 2004, and promoted about 5 years, and then made a big break. Almost 10 years I was like gone from the wrestling scene, and 2 years ago we just relaunched our promotion, and my idea was, now that the women's scene is growing, just why not running our own women's brand? And that this is what we did, and we had our first show a year ago. We brought in some girls from Canada and all across Europe. Yeah, and we had 3 shows so far. And maybe if you have like spare time for it, I'm gonna send you a link. You can watch it at home. I think you're gonna like it. Okay. Yeah, so, I think Siggy. I'm not sure. Our burgers, I think, are ready to. We have a few more questions. Oh, really? Okay. Yeah, but what I wanted to say is that, Cleo, you were basically 20 years too early. Yeah, apparently. But, I mean, you're about 40 now. You could still go for 10 years. You can still do bumps in the ring. No way. I got new priorities now. Yeah, of course. Yeah. So, the other question is, How did you get bookings back then? Basically, it's who you knew. It was, you know, basically word of mouth, especially for someone new. Yeah. So there were no social medias back then. You just got a call or an SMS or just, hey, listen, do you want to wrestle there? So yeah, basically.
again, advertising was very like more difficult back then than it's now, because now you can create a Facebook, Twitter, or Instagram account saying, "Hi, I'm a pro wrestler, female based." It's more easy to get bookings. So the last question is, when you were active in the States, did you have any relation to veterans like Cora Combs, Penny Banner, Fabulous Moolah, etc.? Did I see them? What was the question? If you have any Memories of meeting some legends, some female legends back then. I met Jerry Lawler at a Okay. cat, and the cat that was before, went down to Dory's for the first Yeah, the time. cat. She was his girlfriend back then. Yeah, I actually still have her autograph. All right, so thank you very much for participating. Is there anything you want to say to the Audience. European listeners out there? Just stay safe, stay healthy, and stay happy. That's a great All line. We all right. do. Thank you, Cleopatra, for participating and being our guest. Thank you for having me. Oh, Yeah. hang on, someone woke up. Okay. All right. Thank you. Take care. And like I always said back then, stay as you are, because I will too. Ja, das war nett mit Clio zu sprechen. Ja, die hat auch jetzt ganz andere Sorgen als Wrestling. Ja, aber danke an euch für die Fragen. Ihr habt da gut mitgemacht und sie hat auch ein nettes Interview dazu gegeben. Wir haben aber jetzt beobachtet, in der letzten Woche gab es viele Entlassungen in der WWE und ich habe gesehen, du wurdest da auch ein bisschen kritisiert, was du darüber gesagt hast. Wobei ich persönlich bin da eigentlich derselben Meinung. Ich meine, mein Gott, die WWE hat irgendwie 300 Wrestler unter Vertrag. Also was erwarten die Leute denn derzeit? Also ich sehe das auch so, dass klar ist es schade, wenn du entlassen wirst irgendwo, aber sie kriegen ja nicht mal alle unter in irgendwelchen Shows. Also ja, ich Ja, denke, du kannst da auch noch mal deine Meinung dazu wiederholen, oder? ich sehe das ganz normal wie in jedem anderen Betrieb, und die WWE ist ja nicht nur ein Betrieb, das ist ein Großkonzern, mehr als ein Großkonzern, halt das Entertainment-Business. Und dass da jetzt Leute vor die Türe gesetzt werden, ja gut, klar, die haben alle etwas zu tun mit, sind interaktiv mit den Fans, die sieht man im Fernsehen, mit denen fühlt man mit. Ja, mit diesen Leuten, weil man sie jetzt halt dort nicht mehr sieht. Aber das ist ein ganz normaler Prozess, denn bei einem Betrieb, der vielleicht nicht im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht, werden auch permanent Leute entlassen. Ich sage jetzt nur Beispiel Autohaus in meiner Nachbarstadt hat 80 Mitarbeiter, und von heute auf morgen, sage ich mal, haben sie halt jetzt nur mehr 55 Mitarbeiter. Ja, die haben halt fast 30 oder was rausgeschmissen oder 25, weil sie das eben in diesen drei Filialen, die sie haben, sich das nicht mehr leisten können. Das ist auch ein ganz normaler Prozess, und das ist halt verglichen mit der WWE völlig normal, und bei der WWE fliegen halt da jetzt auch Leute raus. Und ich finde gar nicht mal so schlimm, ja, weil die ja, wie du schon gesagt hast, viel zu viele Worker in ihrem Kader haben, mit dem sie ohnehin schon in den letzten Jahren nicht mehr gewusst haben, was sie tun, weil sie die ja ohnehin, nochmal das Wort, nicht mehr wissen, ja. Weil die Konkurrenz oder eine kommende Konkurrenz die nicht haben darf, und deswegen kaufen sie sie weg oder nehmen sie halt schnell unter Vertrag mit einem, ja, einem kleinen netten Sümmchen im Jahr oder im Monat. Und ja, und irgendwann einmal, man sieht jetzt, so wichtig sind die nicht, und in dieser Krise sagt man lieber, ja, bye bye, vielleicht holen wir dich wie mal wieder.
Ja, also, und vor allem, man muss auch ganz klar sagen, ich sage jetzt mal die drei größten Namen, also Rusev, Karl Anderson und Luke Gallows, die sagen ja schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, dass sie sowieso weg wollen von der WWE. Also darum, und ich denke mal, Gallows und Anderson, die haben kein Problem, zurück nach Japan zu gehen oder sogar AEW, und vielleicht kriegen sie mit den Balding Bucks sogar ein gutes Match hin, also ein Match, das Sinn gibt, genauso wie die vorher entlassen wurden, The Revival, also Leute wie die werden kein Problem haben, in einer anderen, größeren Liga unterzukommen. Ja, aber nicht einmal in einer anderen Liga, dann machen sie halt die Indies. Die Szene ist so groß, dann müssen sie natürlich von der Gage her, wenn sie halt das nicht bekommen in den Indies, aber es gibt doch genug Indie-Ligen in Amerika, in Europa, wenn es wieder weitergeht, ich rede jetzt natürlich jetzt von der Situation, wenn es wieder Shows gibt, werden die hundertprozentig wieder Engagements kriegen. Jeder andere Indie-Promoter freut sich doch jetzt, in Österreich sagen wir, die Füße, die Beine aus, dass er jetzt diesen einen Wrestler, der ja halt jetzt nicht mehr bei der WWE ist unter Vertrag, verpflichten kann, ja. Also ganz ehrlich. Ja, und eine Sarah Logan wäre vielleicht sogar was für Glam. Also nur weil sie in der WWE scheiße dargestellt wird, heißt das nicht, dass sie nicht wrestlen kann. Also ich sehe das undramatisch, das Ganze momentan. Ja, also, und die ganzen Road Agents, die sind sowieso nur beurlaubt, oder wie man das nennt. Ja, also die unbezahlter Urlaub sozusagen. Ne? Ja. Weil die ja, ich meine ganz ehrlich, die verdienen schon ein bisschen mehr als wir Überdurchschnittsverdiener, ja. Also da ein Road Agent, der hat schon seine, weiß ich nicht, soll er seine 5.000, 6.000 Dollar im Monat wird er schon haben, denke ich mal. Ganz ehrlich, die haben ein bisschen andere Gehälter. Und wenn der halt jetzt für ein paar Monate oder weiß ich nicht, ein Jahr lang zu Hause sitzt, dann denke ich mal, hat sich der auch genug weggelegt, dass er dieses halbe Jahr oder Jahr auskommt. Ja, und ganz ehrlich, der hat halt dann wieder seinen Job, weil es gibt, wie gesagt, AEW, Ring of Honor, MLW, Impact, dann wird er halt dort unterkommen. Also das ja, und vor allem, es geht ja irgendwann weiter und dann werden diese Road Agents wieder gebraucht für die House-Shows, Ende. Ja. Und dass sie jetzt bei den jetzigen Tapings im Performance Center nicht 20 Road Agents brauchen, ist auch klar. Mhm. So, wo bleibt eigentlich unser Big Mac? Ja, ich habe einen Big Mac bestellt. Ich auch, Sigi. Zwei Big Macs. Ihr bekommt keine Big Macs. Ihr bekommt Big Sig Ben, ihr Penner. Was ist da los? Hey, Ben, alles klar bei dir? Ja, mir geht's gut. Und wie sieht's bei euch aus? Naja, ist immer noch Coronavirus-Zeit, aber soweit alles klar. Aber schön, dass du den Weg zu uns in den Drive-Thru gefunden hast. Und ich würde sagen, wir starten mal mit deiner Karriere. Ja, sehr gerne. Du hast bei der ACW angefangen, ist das richtig? Ja, das ist richtig, ja. Das war, ich habe ja, vorm Wrestling habe ich ein bisschen Ausdauersport gemacht. Und bin da über ein Fitnessstudio, letztlich bin ich da zu dieser Gruppe damals in Weinheim gestoßen, ja. Mhm. Ich sehe gerade, du hast ja mit Eric Schwarz trainiert. War das bereits dein allererster Trainer? Weil der wäre ja auch mit der ACW verbunden. Ja, nee, das war tatsächlich, als ich anfing, Eric kam dann dazu, aber in den Anfängen war er noch nicht dabei. Da haben tatsächlich die Jungs von der ACW das Training geleitet. Ne? Also ich weiß die Namen alle gar nicht mehr. An Dirk Hadermeck kann ich mich erinnern, den werden ja vielleicht einige noch kennen. Der hat es im Grunde damals geleitet, aufgebaut und geleitet. Eric kam erst später dazu. Mhm. Und wie alt warst du damals? Das muss, ja, der Ende. 18, glaube ich. 18. 18, 18 muss ich dann gewesen sein. Was hat dich inspiriert? Warum bist du überhaupt zum Wrestling gekommen? Hast du auch, wie wir alle als Kind, im Fernsehen WWE gesehen?
Na klar, ich war ein großer WWF-Fan und ja, war ein Bret Hart-Fan eigentlich, kann man sagen. Das waren so meine Anfänge, so in den 90ern. Und habe dann halt auch WWF geguckt, WCW geguckt, als er zur WCW gegangen ist. Und so, dann ist es irgendwann verloren gegangen. Und wie gesagt, dann bin ich da im Fitnessstudio gewesen. Und es war eben die ACW, weiß nicht, ob das heute noch so ist, keine Ahnung. Aber damals war eine Abteilung in einem Verein. Und da gehörte halt auch das Fitnessstudio dazu. Und dann habe ich das da hängen sehen. Und das hat einen dann so an die Jugendzeit erinnert. Und dann habe ich gedacht, ich gehe da halt mal hin und gucke mir das an. Ne? Also soweit ich weiß, ist das heute immer noch so, außer dass die ACW mittlerweile eine Firma ist quasi. Aber das findet alles immer noch da im Sportpark in Weinheim statt. Okay. Ja, also so war das. Dann bin ich dahin und dann haben, wie gesagt, die Jungs damals das Training gemacht. Das war ja das Teil in den Anfängen, ne? Und noch recht klein und ich will es nicht despektierlich sagen, aber amateurhaft in Anführungszeichen. Und ich weiß gar nicht, Erik kam dann dazu und ich glaube, jetzt muss ich aber auch lügen, der hat dann bei irgendeiner Show den Main Event bestritten gegen, weiß nicht, ob das Kovac war damals, aber boah, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau. Und so kam dann da irgendwie der Kontakt von ACW und Erik zustande und hat auch angefangen, da Training zu machen. Das waren aber schon Zeiten, in denen ich Aufbruch aus der ACW raus war im Grunde und so richtig mit Erik trainiert habe ich dann erst später. Das war aber nicht mehr über die ACW, sondern habe ich dann quasi selbst organisiert. Du hast ja als German Patriot zumindest die ersten Veranstaltungen gekämpft. War das ein Gimmick mit einer Maske oder war das einfach ein bisschen so Military angehaucht? Nee, weder noch. Das war ja, also ich weiß, Gimmick ist da fast übertrieben. Ne? Das war irgendwie so erster Kampf und was machen wir mit mir? Und ich hatte auch keine richtige Idee. Das war, glaube ich, auch Dirk Kadamecks Idee tatsächlich. Und naja, irgendwie habe ich dann so einen Deutschland-Umhang angehabt beim Reinkommen. Und ansonsten war das aber, war da nicht viel mit Gimmick zu der Zeit eigentlich. Ja. Ich erinnere mich, dass ich da Tag-Team wresteln sollte mit Arch und Kufai. Und der hatte irgendwie so einen Ringeranzug an und dann haben sie mich halt auch in so einen Ringeranzug gesteckt. Ne? Das war irgendwie so, der ist aus dem Kosovo und da haben sie dann da so ein bisschen diese Verbindung Deutschland-Kosovo. Aber dass da jetzt viel in Richtung Gimmick gemacht wurde, das war da einfach gar nicht so. Ich sehe, du hast dann eine längere Pause gemacht, wahrscheinlich eine Trainingspause. Hast du dich dann richtig vorbereitet, professionell? Denn du hast dann fast 2 Jahre gar keine Auftritte gehabt und bist dann direkt bei der WXW eingestiegen. Boah, ja, das ist ja, also ich bin ja sehr früh raus aus der Sache, das ist alles lange her. Ich habe ja quasi 15 Jahre mir keine Gedanken mehr dazu gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was hast du denn für Daten? Also ich habe da, ich weiß, dass es so ist. Also 99 warst du bei der ACW, 3 Matches steht hier. Und 2002 warst du dann in Nürnberg bei der WXW. Allerdings war ja dazwischen, hast du ja quasi die GWA noch mitgegründet. Ja, das war ja so eine, ja, das war ja, ich bin ja dann aus der ACW raus. Das hatte verschiedene Gründe, war da auch nicht alleine. Und wir haben dann da gesagt, okay, wir müssen was Eigenes machen. Und Teil der Leute ist dann irgendwie auch wieder zurück zur ACW. Naja, dann stand man da so, was machen wir jetzt? Okay, machen wir eine Show. Und für mich war es dann so, da ist ja 2001 noch ein bisschen was gefolgt, dass ich einfach wenn ich jetzt so eine Show veranstalte, nicht selbst auftreten wollte zu der Zeit. Und habe mich dann da aus dem Aktiven so ein bisschen rausgenommen und mich um die Dinge im Hintergrund gekümmert. So. Ich kann mich aber mal dunkel erinnern, dass ich 2001 auf jeden Fall wieder im Ring stand, weil ich da war ich glaube im Sommer, war eine GSW-Show, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Schau grad. Also die GSW-Show, die habe ich da glaube ich gar nicht wirklich gelistet.
Ja, genau. Also es war so, ich hatte dann da auch so eine Gruppe an Leuten um mich rum, die mit mir trainiert haben. Und da waren wir gebucht für diese GSW-Show. Und ich habe mich aber davor im Training verletzt. Hatte dann eine Knieverletzung, bin operiert worden. Und die Leute, die so dabei waren, die wollten dann aber nicht antreten ohne mich. Die hatten ja alle noch keine Matches, noch keine Erfahrung, ne, waren da einfach nervös. Und dann hatte ich eine Verletzungspause tatsächlich, also da konnte ich, weiß nicht, 3 Monate oder so nicht auftreten, nicht laufen nach der OP. Und bin dann aber aktiv zurückgekommen. Und zwar, Sigi, ich erinnere mich, da musst du dabei gewesen sein, da waren wir in Dresden. Ja, ich kann mich erinnern, wie die hießen. Die ganzen Shows aus Dresden oder beziehungsweise viele Shows aus 2001 sind bei Cage Match gar nicht drin. Ich kann mich auch erinnern, dass wir mal mit Taz nach Berlin gefahren sind und war, glaube ich, sogar die Love Parade. Und Marc, das weißt du auch, das hast du bei Shooters. Da sind wir ja auch zu sehen bei irgendeiner GWF-Show. Ja, ich kann mich erinnern, das war 2000, im Sommer 2000 war das. Mhm. Ja. So, Ben, du warst eigentlich immer irgendwo präsent. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht mehr, wo wir uns kennengelernt haben. Weißt du das noch? Ja, das kann ich dir, glaube ich, sogar sagen, weil ich mich gar nicht ans Wrestling erinnere, aber ich erinnere mich daran, dass ich davor einen Autounfall hatte und deswegen nicht mit dem Auto fahren konnte, wir irgendwie mit dem Zug zusammengefahren sind. Da bist du aus der Schweiz gekommen und ich bin zugestiegen. Und zwar waren wir da in Holland. Vermutlich bei der FCW hießen die, ne? Mhm. Aber ob das jetzt schon 99 oder 2000 war, weiß ich nicht. Aber da waren wir auf jeden Fall zusammen unterwegs. Und das ist so die erste Sache, an die ich mich irgendwie erinnern kann in Bezug auf dich. Aber wann genau das war, weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich glaube, wir hatten dann irgendwie Kontakt per E-Mail und ja, dann habe ich dich irgendwo abgeholt an dem Bahnhof, das weiß ich noch, ja. Aber zu welcher Show wir da gefahren sind, wüsste ich jetzt echt nicht mehr, weil ich glaube, viele Shows sind da gar nicht gelistet. Und ich erinnere mich, dass da Ulf Herrmann war in Holland. Das war Sigi, das war Foreign Assault, weil da hast du letztens noch gesagt, da waren einige Deutsche von Moonsault, ein paar Fans dabei. Das war die Show, wo Ulf Herrmann, ich glaube, gegen in dieser Battle Royale war. Dann gab es, glaube ich, Jody Flash gegen Mod van Kunda. Und Ulf Herrmann war, glaube ich, gegen irgendeinen Heavyweight von den Holländern. Entweder Bass wahrscheinlich. Bass van Kunda, so, glaube ich. Hm. Ja. Nein, Bass hat sich, glaube ich, verletzt und dann ist Bull eingesprungen. So war das. So ähnlich, genau, ja. Kann es sein, dass dann Sabine Sturm noch im Auto war? Ach du, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Gut, irgendwann hast du dich dann ja, ich glaube sogar zusammen mit Tess entschieden, die GBA zu machen, zu gründen. Ja, das war irgendwie dann 2001. Ja, also ja, später waren wir dann ja in der WXW miteinander verbandelt. Zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so. Und ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, wie genau das war. Also ich weiß ja, dass das Tess involviert war. Und wie hieß denn der? Wegner. Frank Wegner? Der hat doch so ein Newsletter gemacht, ne? Das war ja auch der mit Ulf Herrmann immer wieder als Manager rauskam. Genau. Genau. Gute Freundschaft. Und ich glaube, der Kontakt ist auch tatsächlich in Holland damals zustande gekommen, irgendwie zu Ulf und ihm. Der war eben auch involviert und hat kreative Sachen gemacht und so. Ja. Schon 2000 bei der ersten Show auch schon. Dann gab es so diese GWA-Sache, die dann quasi noch vor meiner Verletzung war. Und also aus der Sache heraus ist dann eben irgendwie das entstanden,
da ich da dann auch im Training involviert war, eben, dass das irgendwie, wir gesagt haben, okay, ich gehe wieder aktiv in den Ring. Das hatte quasi da dann so den Ursprung und da war Tess ja, sehr involviert, das kann man so sagen, ja. Da waren einige gute Leute dabei bei der ersten Show. Ich habe sie gerade offen. GWA, GWA Climax, unter anderem Kovac gegen Christian Eckstein, Kretschmer war dabei, Chris the Bambi Killer, Berliner einige, auch die Holländer vertreten. Genau. Thomas Blade gegen Sigmaster Rappo. Ach, ja, ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich gegen Blade gekämpft habe und nach dem Match kam Christian Eckstein irgendwie zu mir und hat mich gefragt, wer mir so eine scheiß Clothesline beigebracht hat und ich habe dann nur auf Kovac gezeigt. Ja, genau, da waren schon viele von den damals Guten dabei, muss man sagen. Mhm. Wie gesagt, Wegner war da auch schon im Boot. Ulf hatte da, glaube ich, Ulf Herrmann hatte keine Zeit an dem Tag, der hatte irgendwie ein anderes Engagement. Sonst wäre der auch da gewesen eigentlich, das war eigentlich auch geplant. Ja, später war, glaube ich, das Ziel eigentlich jedes Wochenende oder zumindest einmal im Monat dann in Steinbach, glaube ich, war das zu veranstalten, oder? Oder Steinheim oder irgendwie so. Genau, das war natürlich jetzt heute so mit 20 Jahren Abstand, muss man sagen, war natürlich eine total doofe Idee und ja, gut, meine Güte, wie alt waren wir da? 20, ne? Da hat man einfach Dinge gemacht, da weiß man heute natürlich, dass sie nicht funktionieren konnten, genau. Das war so die Idee, recht regelmäßig zu veranstalten und das an einem Ort zu machen, war ja zum Scheitern verurteilt, das ist ja klar. Ne? Die erste Show war eigentlich ziemlich gut besucht und auch ein Erfolg. Mhm. Ist natürlich mit den nächsten Shows immer weniger geworden. Mhm. Das ist ja klar, wenn gut. Du auch in einem recht kleinen Ort bist und da jede Woche oder jede zweite Woche auftrittst, dass da nichts draus werden kann, ist ja klar. Gut, so. Ich glaube, zu der Zeit hatten die Idee viele. Wilhelm Reichel zum Beispiel. Solche Sachen sind ja damals eigentlich relativ oft gescheitert und ich glaube, es ist auch heute noch so, dass du nicht wöchentlich oder auch monatlich im selben Ort veranstalten kannst. Also die NEW hat es jetzt fast 10 Jahre lang gemacht, allerdings auch mit relativ großen Pausen zum Teil dazwischen. Aber die hatten auch ihre eigene Halle mit eigenem Ring, mit eigenem Sound-Lichtsystem, also eine professionelle Wrestling-Halle und mussten dann jetzt aber damit auch aufhören Ende letzten Jahres, weil die Halle einfach zu teuer war. Und ich denke, das ist halt im deutschsprachigen Raum so leider nicht wirklich möglich und das auch nach 20 Jahren nicht. Ja gut, Sigi, aber die einzigen, die es schaffen, sind die Berliner, wobei Berlin ist natürlich eine Hauptstadt, eine Weltstadt und die machen halt jedes Monat eine Show und ich war jetzt schon 2-3 Mal in Berlin wieder, ne, im letzten Jahr vor allem und also da die Minimum, sage ich mal, zwischen 300 und 400 Zuschauer haben die jedes Monat, aber wie gesagt, wir sprechen hier von Berlin und nicht von einer kleineren Ortschaft, wie zum Beispiel Steinbach es war weiß nicht, wo Eric, Alex Wright seine Shows machte, aber das Konzept ist ja möglich, nur musst du dir halt lange Jahre etwas aufbauen, dass du einen Stamm von Fans hast, die auch jedes Monat zu den Shows kommt, ne? Berlin, ist das die GWF immer noch? GWF, ja, mit Achmed, so. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, okay, da muss man natürlich, da würde ich insofern sagen, dass die natürlich eine andere Struktur haben, also ich weiß nicht, wie das heute ist, ich habe ja wirklich 15 Jahre lang kein Wrestling geguckt, ich weiß nichts über heute, ich kann nur über damals sprechen. Ja. Die hatten eine große Menge an eigenen, unfassbar guten Leuten. Ja, das haben sie heute noch. Also die haben das war, Superkonzept. Die hatten ein super Training, die hatten eine super Struktur und hatten eben ganz viele eigene Talente, die alle richtig, richtig gut waren. Ja. Und mit so einer Basis kannst du natürlich sowas eher machen, wie wir alle anderen das gemacht haben. Ne? Und damals zumindest haben sie auch nicht so häufig veranstaltet, weiß nicht, wie das heute ist. Die haben es viel, viel cleverer, viel, viel besser gemacht als die anderen, das muss man klar sagen.
Gut, die ACW muss man natürlich fairerweise auch noch nennen. Also ich meine, die sind jetzt auch, was haben die, glaube ich, jetzt gerade 22 Jahre ACW gefeiert. Mhm. Und die sind natürlich auch immer in Weinheim, wobei die machen das nicht monatlich, sondern, ja, ich würde mal sagen, alle anderthalb, zwei Monate. Aber die haben natürlich auch nicht hunderte an Fans da, sondern, ja, vielleicht 200, wenn es gut läuft, sage ich mal. Du hast dann aber dreimal in Steinbach dann veranstaltet und du warst auch mal Mitglied der Eurothread. Ja, genau, das war dann, glaube ich, so in der Zeit, wobei ich mich da, also ehrlich gesagt, kann ich mich da wirklich an nicht mehr allzu viel erinnern. Ich weiß, dass wir da was zusammen gemacht haben, ja. Ich glaube, das war dann aber schon wieder, als wir dann, wenn wir dann so ins zweite Halbjahr 2.1 reingehen, hatten wir ja gerade drüber gesprochen, da waren so ein paar Shows. Und dann 2002, da war ich ja dann in der WXW doch sehr involviert. Da haben wir ja viel, viel eng zusammen auch gearbeitet. Aber ich glaube, da war ich dann schon gar nicht mehr in der Eurothread. Ne? Das war, glaube ich, nur in dieser 2001er-Phase. Ja, ich glaube, das war auch nur dieses eine Mal bei der GWA, weil ich kann mich erinnern, da waren dann du, ich, Hate, Blade, Bambi Killer. Ah, stimmt, Bambi war da auch mal dabei, ja, genau. Ja, aber da eben, das war dann nur so zwei Monate oder so, wo das Ganze dann irgendwie funktioniert hat und bei der WXW haben wir Bambi dann direkt wieder gefeuert und ja, aber es war eine lustige Zeit und ich weiß, dass du dann also dein erstes WXW-Match war dann in Nürnberg in Hirsch, ja, gegen Chris Hero. Du warst aber am Tag davor in der Schweiz und hättest ja gegen Madman Pondo kämpfen sollen. Genau, und richtig. Dann, ja. Dann war aber leider im Match davor war der Unfall mit German Kid und daraufhin haben wir dann logischerweise die Show beendet. Hast du da noch irgendeine Erinnerung dran, was in dem Moment in dir vorging, ja, als das Match dann nicht stattfand? Ja, also ich habe da tatsächlich, also jetzt, als du das sagst, hatte da überhaupt keine Erinnerung mehr dran, aber stimmt, ne? Da sollte ich gegen Madman Pondo antreten. Und ich erinnere mich, genau am Tag danach hatte ich dann den Chris Hero-Kampf. Das war ja auch so eine Sache, da bin ich ja irgendwie zugekommen, ich weiß auch nicht, wie die Jungfrau zum Kind, ne? Ich kann mich erinnern, dass Chris gebucht war und irgendwie, ja, ich will nicht sagen, keiner gegen ihn antreten wollte, aber irgendwie war da halt so ein Vakuum. Und dann hat, ich weiß gar nicht, ob du das warst oder ob Hate das war, irgendwer hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, gegen Chris Hero zu kämpfen. Und so kam ich ja zu diesem Match und dann war ein Tag davor Schweiz und dann war das halt irgendwie so, naja, wenn er schon gegen Hero kämpft, kann er einen Tag davor auch gegen Pondo kämpfen. Ne? Ich erinnere mich, dass da die Swiss Money Holding mit Claudio und Marco auch noch involviert war, irgendwie in diesem ganzen, das war ja der Main Event, glaube ich, dann. Ja, und dann kam es zu dem Unfall. Also, naja, im ersten Moment machst du dir da keine Gedanken über diesen Kampf, sondern wir waren ja alle erstmal total besorgt, weil da ja wirklich ein schwerer Unfall passiert ist. Ne? Das war, glaube ich, für uns alle irgendwie total relevant und da hat sich keiner Gedanken darum gemacht, als ist dieser Kampf gegen Amerikaner ausgefallen. Das war für mich natürlich damals klar, das war mit Abstand das Größte, was ich bis dahin im Ring machen konnte irgendwie. Und aber trotzdem war das eigentlich kein Thema. Ich kann mich aber erinnern, einen Tag später war ja dann die WXW-Show in Nürnberg. War das ein Tag später oder zwei? Ich weiß gar nicht. Das war ein Tag später. Und da war es so, da habe ich ja dann gegen Hero gekämpft und habe mir da ja die Nase gebrochen im Kampf und stark geblutet und ja, ich wollte diesen Kampf unbedingt fortsetzen und ich habe echt stark geblutet und das war dann, wir haben dann noch ein bisschen weiter gekämpft und habe mich da noch so ein bisschen durchgeschleppt, ja. Und das war dann so, dass das Pondo, der ja auch bekannt war, dass es bei ihm durchaus mal bluten konnte im Ring, ihm Respekt
abgenötigt hat, will ich mal sagen, und wir dann irgendwie so auf die Idee kamen, wir könnten diesen Kampf doch quasi nach der Show noch obendrauf setzen vom Tag davor. Das hat es dann irgendwie entwickelt, ist dann aber letztlich gescheitert aus organisatorischen Gründen. Ich glaube, keine gute Idee, da was drüber zu erzählen. Das ging dann einfach nicht. Aber das war so eine Geschichte, an die ich mich zurückerinnere, dass sie da irgendwie, dass das so ein Moment war, in dem ich mir irgendwie in Anführungszeichen Respekt verdient habe, als jemand, den die ja gar nicht kannten, von dem die nichts wussten, der natürlich auch einfach nicht gut war, muss man klar sagen. Das war so ein Moment, da sind wir so ein bisschen in Connection gekommen, die sich dann ja auch noch weiter fortgesetzt hat, gerade mit Chris Hero. Ne? Ja, also ich weiß, dass ich eben damals, also ich war nicht der Erste, der Chris Hero geholt hat, das war ja Stefan Haupt, aber ich war dann derjenige, der Chris Hero geholt hat im Sinne von, ich hole den jetzt mal, ich glaube, es war eine Woche oder zwei Wochen, wo dann vor allem Claudio und Ares sehr davon profitiert haben, dass wir dann da eine Art Camp in der Schweiz gemacht haben mit Chris Hero. Ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst oder. Ja, das war ja, das kam ja aus der Nürnberg-Geschichte heraus. Ich war damals ja auch schon recht eng mit Claudio auch befreundet. Und wir hatten es ja so, also Claudio hat es dann, glaube ich, mit dir organisiert letztlich. Oder du mit ihm, wie rum auch immer. Aber wir hatten darüber gesprochen und dass die Idee ist daraus so gewachsen. Ne? Und dann hatten wir, vorab ja Chris schon gefragt, das hatte ich gemacht, ob er sich das vorstellen könnte. Es ging dann halt drum, wie kann man sowas organisieren, der muss dann ja eine Woche kommen und wo ist es möglich, einen Ring zu haben und all die Dinge. Das war ja in der Schweiz für damalige Verhältnisse, war da ja eine gute Infrastruktur vorhanden. Ja. Und das ist daraus eigentlich entstanden, aus dieser Nürnberg-Geschichte. Ne? Und dann, ich glaube, es war zwei Monate später oder so, ne? Kam er dann und dann haben wir da mit Ares und Claudio und ich glaube Don Heavy war da noch dabei und ich glaube noch ein, zwei Schweizer, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, die da noch mit in diesem Camp waren. Und da war ja noch vorgeschaltet, erinnere ich mich, noch irgendwie eine andere Show. Also das war ja, ich glaube, wir hatten in Holland eine Show, dann diese Trainingswoche und dann eine WXW-Show. Irgendwie so in der Abfolge war das, ja. Ich sehe es gerade. Das war eine FCW-Show und eine Woche später war dann das Match mit dem 2 out of 3 falls von dir gegen Hero. Genau, und ich glaube davor Table, Submission und irgendwie Countout oder DQ, No DQ, so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es war ein langes Match auf jeden Fall. Oh ja, und genau, und die Woche davor hatten wir, glaube ich, ein Three-Way mit Taurus noch, Steve Taurus und Chris Hero. Genau. Ja, und dazwischen war diese Trainingswoche mit Chris, genau. Ja. Ich glaube, Thumbtack-Check war sogar auch dabei. Nee, der hat später bei mir trainiert, aber der war da noch nicht dabei zu der Zeit, jedenfalls nicht im Trainingscamp. Da hatten wir diesen Event in Holland. Da gab es erst noch Visumprobleme mit Chris, dass wir überhaupt hin konnten. Das war schon so eine ganz heiße Nummer. Und dann habe ich mir ja in dem Kampf mit Taurus den Finger gebrochen und musste dann eine Woche Trainingscamp mit gebrochenem Finger machen. Naja, das war schon eine heiße Woche, ja. Ja. Du hast auch Crash Kid trainiert, oder? Der war auch ab 2001 bei uns dabei, genau, ja. Und Jack Anderson auch, kann das sein? Genau. Jack war derjenige, da habe ich vorhin schon ein bisschen erzählt, als es GSW-Booking war, da waren wir gebucht eigentlich gegeneinander. Und er gehörte eben zu denen, die dann gesagt haben, weil ich verletzt war, er will dann auch nicht antreten. Und genau, die waren, da war auch Samtik Jack dabei und Blue hieß der, glaube ich. Blue, genau, ja.
der war da auch teilweise noch dabei. Genau, da hatten wir so eine ganze Gruppe, noch ein paar Jüngere auch, damals eher noch Jugendliche, von denen ich gar nicht weiß, ob die später irgendwann mal jetzt mit Ringnamen irgendwo in Erscheinung getreten sind. Das weiß ich wirklich nicht. Also kann man sagen, dass Jack Anderson so mehr oder weniger der Einzige ist, der von damals auch noch aktiv ist? Wenn du das sagst, also ich weiß es tatsächlich nicht, wenn er noch aktiv ist, dann ist das so. Also gut, ich glaube, er hatte jetzt sein letztes Match, ich glaube Anfang Jahr bei der ACW, aber er war zumindest dieses Jahr noch aktiv, aber es kann sein, dass er jetzt seine Karriere beendet hat, ja. Aber ja, also von den anderen, ich weiß das nicht, wie lange die im Einzelnen weitergemacht haben. Bei mir war es tatsächlich so, als ich dann die Entscheidung getroffen hatte, aufzuhören, dann, also für mich war klar, es gibt keinen halb drin und halb draußen, so, das gibt's nicht, sondern wenn ich aufhöre, dann höre ich auf. Und dann hatte ich zwar natürlich noch die eine oder andere persönliche Verbindung, aber das waren dann wirklich, da hat man nicht über Wrestling gesprochen, ne, sondern es waren einfach Verbindungen, Freundschaften, die aus der Zeit entstanden sind. Und aber ich weiß wirklich überhaupt nichts darüber, wer von denen wie lange noch wo im Ring gestanden hat oder so. Da kann ich nichts zu sagen. Ich würde gerne mal wissen, du hast mit Hero Matches gehabt, du hast bei ihm bei Camps teilgenommen. Was unterscheidet so einen Trainer wie den Chris Hero von einem Hausnummer Michael Kovac oder Eric Schwarz? Was nimmt man dann bei dem mehr mit oder was unterscheidet die? Das ist eine schwierige Frage. Also auch unfassbar lange her. Ne? Ich weiß ja nicht, was die Leute heute unterscheiden. Ich weiß gar nicht, macht Eric Schwarz noch was beispielsweise? Eric ist, glaube ich, ganz raus aus dem Wrestling jetzt mittlerweile. Also zumindest der ja, hat auch schon. Ich glaube, er hatte Ende letztes Jahr hatte er noch ein Match gegen Kovac. Ja. Wo war das? GHW oder so? Und jetzt ja, so eine Art, Legends, Euro Wrestling Legends Clash gab es jetzt zwischen Kovac und Schwarz. Aber okay. wie hast du das empfunden? Gab es bei Hero, wo du sagst, wow, das ist ein Move oder ein Griff, den hat bis jetzt noch überhaupt keiner beigebracht oder so ähnlich? Ja, also Chris, also wie gesagt, ist lange her. Ich weiß nicht, wie Leute sich entwickelt haben und das kann ich alles nicht sagen. Von daher klingt es jetzt vielleicht so ein bisschen wie, ich weiß nicht, die alten Männer reden über früher. Aber für mich damals, Chris war unfassbar gut und war für mich damals, oder für uns alle, die auch in dem Camp dabei waren, das habe nicht nur ich so gesehen, der am meisten unterbewertete Wrestler, den es zu der Zeit irgendwie gab. Der war unfassbar gut im Ring, der konnte wirklich gute Matches mit Leuten machen, die davor und danach nie wieder gute Matches gemacht haben. Auch als Trainer war er einfach unfassbar stark. Ja, Moves, wobei das gar nicht so sehr jetzt, dass ich sagen würde, das sind jetzt einzelne Moves, die er jetzt irgendwie einem beigebracht hätte, sondern mehr die Psychologie im Ring, also wie bewege ich mich in so einem Kampf, was mache ich wann, wie kann ich agieren, welche taktischen Möglichkeiten hat man, ne? So Dinge drumherum und Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um am Ende ein gutes Match abzuliefern, viel wichtiger sind als die Frage, ob ich jetzt irgendwie irgendeinen Move XYZ drauf habe oder nicht. Und da war unfassbar gut drin. Und also auch so er kommt dann nach Deutschland, noch in die Schweiz, kommt nach Europa für eine Woche und man hat auch immer das Gefühl, also nicht, dass er dir in der Woche alles zeigen könnte, was er kann, aber er hat dir auch irgendwie alles gegeben, so, ne? Ja. Und noch dazu ein super bescheidener Typ, was zu der Zeit finde ich aus heutigem Rückblick selten war, dass du jemanden hattest, der richtig, richtig stark ist und gleichzeitig aber unglaublich bescheiden ist. Und vor allem, ja, weil er damals selbst ja noch, ich glaube, Anfang 20 war und schon unfassbar viel Wissen hatte, ne?
Genau, genau. Hat ja auch super Trainer selbst, ne? Und hat damals ja, erinnere ich mich, mit CM Punk da epische Schlachten in den USA in der Independent-Szene gehabt und so, ne? War da schon richtig guter, noch sehr jung. Hatte immer, ich weiß nicht, wie das heute ist, hat immer so ein bisschen das Problem der Körperlichkeit, ne? War sehr groß, aber im Vergleich zu anderen halt einfach nicht muskulös genug, in Anführungszeichen, um irgendwie den ganz großen Schritt zu gehen. Vom Potenzial her hat er das mit Sicherheit drauf gehabt und war deutlich stärker als viele andere, die erfolgreicher waren als er. Also Chris ist heute mittlerweile in der NXT und NXT UK und ja, also er ist immer noch, oder ich glaube, er ist, wenn man das so sagen kann, dicker als damals, aber er ist immer noch unglaublich beweglich und unglaublich fit. Er ist aber mittlerweile logischerweise auch um die 40 und berühmt ist er für seinen Knockout Elbow und hat er damals schon gehabt. Also Hero war es immer so, jedes Match, das du irgendwie gesehen hast, es kam immer was Neues. Also es wurde dir nie irgendwie langweilig bei einem Chris Hero Match, weil der hatte immer was Neues drauf. Das war für mich so dieses Geheimrezept bei ihm. Also wenn du mich nach Chris Hero fragst, und jetzt weiß ich ja, ich weiß nichts Genaues, aber ich weiß, dass Claudio ja mittlerweile ziemlich erfolgreich ist. Wenn du mich nach Chris Hero fragst, würde ich trotzdem sagen, ohne irgendwem zu nahe treten zu wollen, Chris Hero ist der Wrestler, bei dem ich am meisten stolz darauf bin, mit ihm gearbeitet zu haben, und ist der, von dem ich am meisten gelernt habe, und ist, was es Working in einem Ring angeht, der beste Mann, mit dem ich mal zu tun hatte. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich einfach ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Und auch als Typ einfach, ne, als Mensch einfach auch. Einfach ein super Typ. Ich schließe mich dem absolut an. Ich habe zwar mit ihm im Ring, ich glaube, ich habe nie gegen ihn oder mit ihm gearbeitet, aber ich denke, gerade die Zeit, also 2002 war so die Zeit, wo eben Chris Hero oft hier war und den Leuten was beigebracht hat. Und ich denke, das war fürs Euro-Wrestling oder für den deutschsprachigen Raum, war das ein sehr großer Schritt nach vorne, weil da doch relativ viele Leute davon profitiert haben und die Leute wiederum auch das Wissen, das sie bei Chris gelernt haben, weitergeben konnten und so allgemein Matches zu dem Zeitpunkt 1, 2, 3 Stufen besser wurden überall. Ja, also ich würde es auch auf jeden Fall sagen, durch Chris. Ja, letztlich bin ich durch Chris überhaupt sowas geworden, was man Wrestler nennen kann. Ne? Das war ich vorher gar nicht. Vorher war ich irgendwie ein Kind, das auch im Ring war, so wie andere auch. Ne? Aber das hatte nichts mit einer Art von professionellem Wrestling zu tun. Ja, das habe ich durch Chris gelernt. Und das muss man ja auch mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Na, ich sag das einfach mal. Der kommt nach Deutschland, kennt mich nicht, tritt gegen mich an, ist da mit einem im Ring, der eigentlich nichts kann und den er trotzdem gut aussehen lässt, kommt 2 Monate später, trainiert eine Woche mit einem und verliert dann bei der WXW so ein Match gegen mich. Ne? Also das sagt ja auch ganz viel über ihn aus. Ja, also ich glaube, der hatte überhaupt kein Problem damit, Leute over zu bringen. Das war glaube ich schon, dem muss man das hoch anrechnen. Also der hatte wirklich das Business intus, der wusste, wie man sich verhält, war absoluter Profi und ja, Hats off. Also und natürlich muss man auch sagen, das Wrestling in Deutschland ging dann natürlich auch ein bisschen in eine andere Richtung. Dann hätte es zum Beispiel nicht den Einfluss von Chris Hero oder später auch einem Mike Quackenbush gegeben. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie nicht zu sehr mehr diese Catch-Wrestling-Schiene weitergegeben hätte, Siege. Ich meine, was sagst du dazu? Das war schon dieser US-Indie-Style, den viele gingen, wie Claudio, Ares, Steve Douglas und so weiter. Ne? Ja, wie es weitergegangen wäre, keine Ahnung. Ich denke eben,
2002 war schon ein wichtiges Jahr im Sinne von, wie geht es weiter in Europa, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, 2000, 2001, da kamen so viele Leute, ich mache jetzt Shows und jede Woche und jeden Monat und irgendwie hat fast nichts davon funktioniert und ja, ich meine, die WXW gibt es bis heute, also ob das, was sie jetzt machen, was damit zu tun hat, was wir damals gegründet haben, ist natürlich eine andere Frage, aber die WXW hat 20 Jahre durchgehalten, also irgendwas müssen wir ja damals dann wohl doch irgendwie richtig gemacht haben, denke ich. Und Ben, du warst aber auch ein großer Teil, gerade in 2002 in dieser Deutschland-Holland-Fehde. Und da hattest du vornehmlich eigentlich viele Matches mit Steve Taurus. Was hast du da für Erinnerungen daran? Ja, also an Steve Taurus habe ich eigentlich auch nur gute Erinnerungen. Der war ja auch recht groß und kräftig und ne, den konnte man ganz gut vermarkten zu der Zeit. Das war immer so ganz gut für so ein Main-Event und ja, natürlich ein anderer Typ. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, der kam ja irgendwie auch aus so einem Shoot-Fighting-Bereich. Aber trotzdem, also einer, mit dem man super arbeiten konnte, ne? Das waren so ganz nette Heavyweight Battles irgendwie, ne? Natürlich auf einem ganz anderen Level, als es jetzt mit Chris der Fall war davor. Aber das lag halt einfach an Chris, ne? So, muss man klar sagen. Ja, da hatte ich ein paar nette Kämpfe mit Taurus. Das ging mal so aus, mal so aus. War aber immer großartig, immer viel Spaß gemacht. Ich hatte da auch, im Einkampf hatte ich wieder Knieprobleme, da hatte ich irgendwie eine Verletzung davor. Und da hat er auch einen super Kampf mit mir gemacht, aus einer Basis heraus, auf der ich eigentlich hätte gar nicht antreten können. Ne? Das war total gut. Ich erinnere mich auch, jetzt wo du das sagst, also ich wusste gar nicht mehr, dass wir so eine Deutschland-Holland-Fehde hatten. Ist alles so lange her. Aber jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich, dass ich auch mal gegen Belomo gekämpft habe. Salvatore Belomo. In Holland auch, also da habe ich auch eine total gute Erinnerung dran. Ja, und wir hatten dann ja auch in Deutschland, hatten wir viel Liefernkunders zu der Zeit da und da habe ich auch, glaube mit Bass habe ich auch mal gearbeitet und das waren so aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, wie sich das alles entwickelt hat, aber eigentlich schon für damals, ich würde sagen, das war alles nichts Spektakuläres, aber das waren Leute, mit denen man wirklich, wirklich gut und sauber arbeiten konnte, ja. 2003 gab es dann nochmal so eine Art letztes Aufleben der GWA. Was kannst du dazu sagen? Ja, lass mich mal überlegen, was hatten wir da genau? Wir hatten Samoa Joe dann in Deutschland. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, da waren wir die Ersten, die ihn geholt hatten. Und ich glaube, er kam dann später nochmal zur GSW, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, das war nochmal so eine Zeit, also da hatten wir dann auch diese Leute eben wieder dabei. Ne? Da war dann ein Taurus da, da war ein Chris Hero da, da war eben dieses Money Holding mit Claudio und Aris da. Und da hatten wir irgendwie, ich glaube, irgendwie vorher hatte Kovac den Titel und dann haben wir da aber so ein Turnier gemacht, der war nicht da, der war nicht dabei. Und ich sehe das Turnier gerade, das waren ja irrsinnig viele Matches an einem Abend, wenn ich das so runterzähle. Das waren ja fast insgesamt 13, 14 Matches bei der ganzen Show. Genau, ja, das war dieses eine Turnier, da gab es glaube ich sonst nichts, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und wir hatten, oh Gott, das muss ich überlegen. Und wenn du es offen siehst, wirst du mich korrigieren können, wenn ich falsch liege. Ich glaube dann das Finale mit Taurus, mit den Claudio, Aris und mir. Double C, Aris und dir. War der Four-Way, Fatal Four-Way Elimination Match um den vakanten GWA Heavyweight-Titel.
Genau, und ich glaube, im Halbfinale davor gab es Claudio gegen Hero. Ja, exakt, genau. Das war damals, erinnere ich mich gut dran, das war damals mein Wunsch. Ich habe gesagt, die beiden müssen unbedingt in den Ring miteinander, weil das zu der Zeit aus meiner Sicht einfach die beiden Besten waren, die es gab. So. Ja. Claudio hatte zu der Zeit natürlich noch nicht so den Namen, aber er war einfach besser als alle anderen. So. Das war halt auch zu der Zeit schon so. Und das war ein super Match. Das war natürlich das Highlight des Abends. Ja, und das ist auch so eine Sache, ne? Da war im Grunde Chris Hero dafür verantwortlich, dass er nicht im Finale stand. Ne? Also das war seine Intention. Und auch da hat er immer das große Ganze im Blick gehabt und nie sich. Ne? Ja. Das war auch so eine klassische Chris Hero-Geschichte eigentlich. Das war anders gedacht und er steht dann nicht im Finale und ich stehe stattdessen im Finale, was so überhaupt nicht gedacht war. Aber das war eben, oder ist das vielleicht heute immer noch ein Teil von Chris Hero, ja. Genau, da hatten wir das und Taurus hat das Ding gewonnen und dann hatten wir noch eine Show, da war eben Samoa Joe da und da hat dann aber Ares gegen Samoa Joe gekämpft. Warum? Taurus irgendwie wahrscheinlich verletzt oder weil er stand, wieder war der Titel vakant. Ja. Da machte dir sogar so ein GWA Ring of Honor World Title Match. Genau. Das ist interessant. Genau. Samoa Joe gegen Ares. Gibt es da Footage? Gibt es da Material? Ach Gott, ja, wir haben das gefilmt. Ich glaube, ich habe mir das einmal hinterher angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo noch habe. Da müsste ich suchen, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich das gar nicht mehr. Aber tatsächlich, ja, das war, da haben wir das, damals war ja, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war ja Ring of Honor so, also von den Independent Ligen das Maß aller Dinge in den USA eigentlich. Und Samoa Joe kam ja als Champion und ja, da hatten wir eben die große Möglichkeit, da dann auch den Ring of Honor Titel auskämpfen zu dürfen. Das hat tatsächlich Samoa Joe für uns organisiert. Ja. Damals. Genau, gegen Ares. Das war noch so eine Zeit, ja, da hat man sich auch irgendwie gesträubt, nicht so bullige Leute in Main Events zu packen. Also oft war das jedenfalls so, ne, dass ich sagen würde, dass die besten Matches gar nicht die Main Events waren, sondern einfach die Leute waren, die bulliger waren. Und aus heutiger Sicht, ja, das war auch ein super Kampf und Ares war auch ein super, super Jobs immer wieder gemacht, aber aus heutiger Sicht wäre vielleicht auch Claudio da angebracht für gewesen. Ne? Claudio war aber, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon weg. Also ich glaube, er war da, nee. War aber nicht bei der Show. Bei der Show war nicht, aber er war noch da. Also, ich glaube, dass Claudio erst nach 2004, er war nämlich dazwischen immer wieder, glaube ich, im Ausland, weil ihn Chris Hero rüberholte. Aber fix nach Amerika ging er, glaube ich, 2004 Ende, ich schaue jetzt gerade selbst nach, weil ich ja dann noch ein Interview machte mit ihm. Und da haben wir, ich schaue gerade, Pennsylvania und da 2004, ja, war er im Sommer noch einmal dabei in Österreich gebucht. Dann gab es noch eine Schweiz schon, dann hat er sich verabschiedet. Und ja, definitiv. Mitte 2004 ging es für Claudia dann fix nach Amerika. Ja, ja. Ich glaube aber, die Green Card an sich hat er, glaube ich, 2003 gewonnen. Aber du hast da natürlich eine gewisse Zeit, bis du überhaupt rüber darfst. Also, ja, also 2003 war jedenfalls schon oft in den USA. Ja, es steht ja, hier das letzte Match in Europa, SWF Battle 2 im September 2004. Und dann war er schon eine Woche später bei IWA Mid-South und dann kontinuierlich in Amerika.
Ja, also Claudio war ja auch einer der eher wenigen, die so auf dem Level da unterwegs waren, der ganz normal Vollzeit gearbeitet hat und auch noch andere Dinge zu organisieren hatte. Ne? Der konnte ja auch einfach nicht, da gab es ja noch ein paar Dinge zu regeln, bevor du in die USA gehst. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ja, und also damals war es so, ich habe es vorher schon mal angedeutet, das war alles in den Kinderschuhen und wir waren alle noch sehr jung und letztlich waren wir auch noch Kinder teilweise und sind da erst so richtig erwachsen geworden in dieser Zeit. Und es war auch so, dass da einfach finanziell vieles nicht ging. Und da war es tatsächlich so, dass das dann entscheidet, da musste man sich entscheiden, lässt man Ares oder Claudio gegen Samoa Joe antreten und einer von den beiden kann zur Show kommen. Mhm. Das hatte einfach finanzielle Rahmenbedingungen. Dann war der Main Event, Ring of Honor Title und Digi, du hast ja vorhin gesagt, genau, das war dann auch mein letzter Kampf mit Alex Payne und Samtek Cech. Ja, genau. Deutsche Meisterschaft. Genau, und das war tatsächlich auch, das war auch so ein Ding, ich meine, hatte davor natürlich schon im Kopf, so, das ist ja immer ein Prozess, so dieses Aufhören. Ne? Das hatte verschiedene Aspekte, kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Aber es war dann halt in jedem Fall so, dass das vorher schon reifte. Und dieses Match war insofern für mich persönlich so eins der Highlights, dass es das vielleicht beste Match war, in dem ich war, bei dem ich nicht jemanden mit im Ring hatte, der dafür verantwortlich war, dass das Match gut war. Ne? Also so, wenn man gegen Chris Hero kämpft und der Kampf war ganz gut, braucht man sich ja nichts drauf einbilden. Ne? So, weil da hat natürlich Chris Hero einen riesen Anteil dran, dass der Kampf gut war. Und das war das vielleicht beste Match aus meiner Sicht, bei dem jetzt keiner mit dabei war, bei dem man gesagt hätte, okay, der hat jetzt irgendwie diesen Kampf gezogen. Ne? Das war dann so für mich auch ein ganz guter Moment, in dem ich gesagt habe, okay, meine Fähigkeiten sind limitiert und das ist ein guter Abschluss. Ja. Gut, ich habe das Match nie gesehen, aber ja. Was war der Grund, dass du gesagt hast, ich höre auf? Ja, es hatte so verschiedene Ebenen. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich habe so ein bisschen die Lust verloren. Und ich meine, Sigi, du kennst mich oder kanntest mich damals gut genug. Ich war jemand, der das sehr ernst genommen hat. Ich habe das nie als Hobby betrachtet, ne, sondern für mich war das zu dieser Zeit wirklich, Sinn des Lebens ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber es war sehr, sehr wichtig und sehr zentral für mich. Und ich wollte was erreichen, so nicht, dass andere jetzt sagen, oh, der ist ein Toller oder so, aber ich wollte für mich einfach was erreichen. Und dann kommen da zwei Dinge zusammen. Du merkst irgendwie, du hast nicht so viel Talent, wie du gerne hättest. Das ist das eine. Du siehst Leute, mit denen du angefangen hast. Mit Claudio stand ich ja auch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Mit Claudio stand ich ja nicht nur im Training im Ring, sondern mehrfach auch in Matches im Ring. Und Claudio hat ja damals diese erste WXW-Show hatte er und dann war er gleich bei uns und da haben wir ja von Anfang an angefangen, miteinander zu arbeiten. Und du siehst dann auch, wie andere einfach unglaublich viel schneller als du selbst lernen und merkst, okay, das, was du vielleicht gerne erreichen würdest, wirst du nicht erreichen. Da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Und das hat vermutlich so ein bisschen Spaß auch genommen. Ne? Als ich aus heutigem Blick mit viel Abstand, ich arbeite heute mit Jugendlichen zusammen, kann man schon sagen, es ist halt häufig so im Leben, nicht nur bei Wrestlern, sondern überall, dass man die Dinge gerne macht, in denen man gut ist. Und in den Dingen, also das ist so was Doppelseitiges. Ne? Einerseits machst du es gerne, weil du gut bist, aber andererseits bist du auch gut, weil du es gerne machst. Ne? Und da war irgendwie so ein Plateau erreicht, das habe ich schon auch gesehen. Und dann das Zweite war eben, dass das war natürlich eine kindliche Träumerei, das muss man schon so sagen, aber natürlich haben wir, nicht nur ich, viele von uns, und ich gehöre da voll dazu, haben irgendwie darauf gehofft, irgendwie mal ihren Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Und das wurde immer klarer, dass daraus nichts wird. Wenn ich weiter Wrestling betreibe, dann blockiere ich Entwicklung in anderen Bereichen.
ne? Also weil das zu wichtig ist, weil ich zu viel investiere. Und das war für mich so ein Moment, in dem ich gesagt habe, okay, entweder mache ich jetzt weiter und dann ist es aber ganz, ganz zentral in meinem Leben, oder ich brauche was anderes finden, was diese Rolle einnimmt, so ein Stück weit. Und so dieses halb drin, halb draußen war für mich klar, wird es nicht geben. Und das war dann der so Moment, in dem ich gesagt habe, okay, ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt. Ich bin sehr gereift in dieser Zeit, ich habe viel gelernt in dieser Zeit, ich habe viele Fehler gemacht und die würde man heute natürlich nicht mehr machen in dem Alter und habe daraus aber gelernt und jetzt ist ein guter Moment, auch einen Schlussstrich zu ziehen irgendwie. Hatte dann natürlich Gespräche mit vielen Leuten, eben auch mit Leuten, über die wir jetzt gesprochen haben gerade. Es wurde mir doch eher abgeraten von diesem Schritt, von vielen. Aber ich bin trotzdem gegangen und war auch, also die erste Zeit war es nicht so einfach. Man braucht so ein bisschen, bis man dann da gedanklich rauskommt. Ne? Aber im Rückblick war es für mich persönlich auch einfach eine gute Entscheidung, zu sagen, ganz raus. Weil ja auch, glaube ich, viele Freundschaften dann, ich sage mal, zu Ende gehen, wenn man so eine Szene, sage ich mal, verlässt. Also ich habe das so definitiv erlebt. Also ich habe in der Wrestling-Szene schon sehr viele Leute kennengelernt, mit denen ich dann eng zusammen war und befreundet war. Und als ich das Business verließ für 10 Jahre, war da sehr, ich sage mal, lange Funkstille mit den Personen, weil das Einzige, was dich damals verbunden hat, war eben das Wrestling mit diesen Personen. Vielleicht war das bei dir auch so. Ja, also teilweise so. Es gab Unterschiede. Ne? Gab schon noch Kontakte, gab andere, da ist es abgebrochen. Ich würde immer sagen, so eine Freundschaft. Ne? Wie du selbst sagst, wenn man nur diesen einen Bezug hat, dann geht es verloren, wenn man rausgeht, aber dann war es halt vermutlich auch keine Freundschaft, ne? Ja. Sondern vielleicht eher eine Bekanntschaft über ein gemeinsames Interesse. Freundschaften halten dann eher schon, da muss es ja auch nicht so sein, dass man jetzt sich jede Woche schreibt oder telefoniert. Ne? Manchen Leuten habe ich auch bis heute sehr, sehr, sehr unregelmäßig Kontakt. Ne? Vielleicht auch mal 2-3 Jahre gar nicht und dann doch wieder. Aber dann verbindet einen vielleicht noch ein bisschen mehr als eben in Anführungszeichen nur das Wrestling. Aber klar muss man auch sagen, wir waren jung und das war für uns sehr zentral und Leute, die außerhalb dessen waren, da sind Kontakte eingeschlafen. Das ging mir, als ich noch drin war, auch so, ne, wenn Leute aufgehört haben, dass man da auch keine Kontakte gepflegt hat zu Leuten, die schon raus sind. Hattest du in den mehr oder weniger 17 Jahren, die du jetzt raus bist, hattest du irgendwann mal den Wunsch, trotzdem noch mal im Ring zu stehen, oder war das klar für dich ab dem Zeitpunkt, das war's, ich will nichts mehr davon wissen? Tatsächlich habe ich den Wunsch nie gehabt. Also, ich sag mal, ich weiß nicht, in was für einem Zeitraum, in den ersten Wochen, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie lange das wirklich war, war das natürlich schon mal so ein Gedanke, war das jetzt wirklich, ne, sollst du nicht wieder zurückkommen? Und aber es ging schnell weg irgendwie. Ich habe dann ganz schnell auch neue Projekte angefangen, ne, habe studiert und habe irgendwie immer ganz viel zu tun gehabt in meinem Leben, auch bis heute. Jetzt diese Corona-Pause fällt uns gerade wieder so ein bisschen runter, ne, aber bis dahin war wirklich ganz viel Dynamik in meinem Leben, hat sich ganz viel getan in ganz anderen Bereichen, die ich nie für möglich gehalten hätte zur damaligen Zeit. Und so, das war nie der Moment da, in dem ich zurückgeguckt hätte, so. Und ich habe auch tatsächlich nie mehr irgendwie WWE geguckt oder das habe ich nie gemacht. Es war dann irgendwie auch glaube ich wichtig für mich, einen Schlussstrich zu ziehen, und das war auch vollkommen okay. Darf ich fragen, was macht ein Big Sick Ben heute? Ja, das du zu. Ja, ja. Also ich habe dann studiert. Letztlich habe ich 4 Fächer studiert. Ich habe Jura studiert, ich habe Germanistik studiert, Politik und Wirtschaft habe ich studiert und arbeite heute an einem Gymnasium als Lehrer. Bin Studienrat und unterrichte vor allen Dingen Politik. Das ist so mein Metier, Politik und ein bisschen Wirtschaft. Und ja, mache noch andere Projekte im politischen Bereich auch, bin im politischen Verband aktiv, bin aktiv im Bereich Debatten führen und arbeite eben ganz viel so mit der
Ja, Altersklasse 16 bis 20 kann man sagen, ja. Was aber auch vollkommen okay ist, weil ich das wirklich gerne mache und liebe und das, also das, was früher Wrestling für mich wirklich war, das ist tatsächlich so. Ich gehöre zu den unfassbar glücklichen Menschen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele von, die das, was sie tun, einfach gerne tun und nicht tun, weil sie Geld verdienen müssen. Und ja, insofern mache ich heute ein bisschen Ausdauersport zum Ausgleich und das war es aber auch, was Sport angeht. Gut, dann würde ich sagen, wir geben dir noch die letzten Worte an die Leute da draußen, die zuhören, und beenden dann somit dieses Interview für diese Woche. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was ich da groß sagen soll. Ich glaube, dass ich als Person im Wrestling nicht so interessant war und schon gar nicht bin, dass ich da jetzt Worte an Fans oder Ähnliches richten würde, sondern vielmehr vielleicht das insofern aufdröseln kann, dass ich sage, ja, macht es so, wie wir das damals gemacht haben, habt Spaß am Wrestling, ja, macht es, wenn ihr das selbst macht, macht es gerne, wenn ihr es euch anschaut, supportet die Leute, die im Ring stehen, die nehmen viel auf sich, die nehmen auch Gefahren auf sich, das vergisst man manchmal. Die nehmen weite Wege auf sich, unterstützt die so gut ihr könnt, habt eine gute Zeit zusammen und ja. Ich wünsche euch, dass ihr genauso viel Spaß mit diesem Sport habt, egal in welcher Funktion, wie ich ihn in diesen 4 oder 5 Jahren auch hatte. Alles klar, dann bedanken wir uns für deine Zeit und wünschen dir alles Gute. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, dass ich nach so langer Zeit nochmal im Bereich Wrestling ein paar Worte verlieren durfte. Ja, wünsche dir das Beste, Ben, und ja, bleib so, wie du bist, denn wir sind's auch, wie Sieg immer so schön sagt. Ja, ist das immer noch Siegs Leitspruch, ja. Ich habe eine Catchphrase, ja. Wow, 2 Gäste bei einem Drive-Thru. Sigi, was sagst du dazu? Ja, vielleicht kriegen wir das irgendwann mal wieder hin. Oder vielleicht gibt es ja auch Gäste, die noch länger reden. Mal sehen, was da noch alles auf uns zukommt. Ja. Ich meine, wir haben jetzt extra das Jahr 2003 auswendig gelernt. Aber ich glaube, das werden wir uns aufheben fürs nächste Mal. Denn ganz ehrlich, also... Ich habe heute, also mit den 2 Gästen ist mir das eigentlich schon genug, und ich habe jetzt auch meine Burger bekommen. Bin gerade dabei, mein Dessert zu essen. Du hast noch irgendwelche Fremdfragen oder was möchtest du noch irgendwie was loswerden? Ja, ich würde sagen, wenn wir noch ein paar Fanfragen haben, beantworten wir die doch. Ich möchte aber noch einen kleinen Gruß an Markus Eisenkolb loswerden. Und zwar, ja, wir hätten Thomas Blade gern bei uns, aber wenn niemand Kontakt zu dem hat, dann können wir da leider nichts machen. Und ja, dazu muss man nicht 5-mal nachfragen, ob wir Thomas Blade in die Sendung kriegen. Ich denke auch, dass wir, wenn einer oder jemand wie Thomas Blade einmal mit dem Wrestling abgeschlossen hat, dann soll man das auch respektieren. Und ich habe ihm auch eine Freundschaftsanfrage geschickt, die hat er auch nicht bis jetzt beantwortet. Ich denke mal, wenn die Leute vielleicht nicht von selber kommen, nachhaken, ihnen am Nerv gehen, ist, glaube ich, nicht das Richtige oder die richtige Methode. Wir haben zum Beispiel heute mit Cleo jemand da gehabt, die ja auch mit dem Wrestling-Business abgeschlossen hat. Ja, war auch ganz nett. Auch Big Sick Ben hat und abgeschlossen. Ich glaube, mit Big Sick Ben hat auch keiner gerechnet. Also, ja. Ich meine, ich bin in Kontakt mit einigen Leuten, die wahrscheinlich nicht erwartet werden, aber wir müssen ja auch nicht immer alles sofort preisgeben. Also genau. Warum hört euch den Drive-Thru einfach an? Ja, gut. Thorsten Fritz, der Video Vegas-Fan der ersten Stunde, hat noch immer im Fragenkatalog einige Fragen parat. Ich bin jetzt gerade dabei, weil er hat mir insgesamt 3 E-Mails geschickt mittlerweile. Und ich gehe jetzt, oder wir gehen jetzt einmal kurz auf die Fragen. Warum hat das Konzept nicht funktioniert? Hatten wir das beantwortet? Heutige Meinung zum späteren Big Sick Ben, was ist da unsere Meinung dazu? Und waren da auch Shows mit Ulf Herrmann? Okay.
Dazu kann also ich nicht sagen. Ja, warum hat es nicht funktioniert? Also ich denke, das hat er eigentlich gut beantwortet, und zwar ja, dass die Zuschauerresonanz auf Dauer gar nicht da war. Und warum? Ja, und vor allem nicht in dieser kurzen Zeit. Also der Plan war ja wirklich, glaube ich, schon wöchentlich veranstalten, also ähnlich wie Reichel. Und das hat zumindest vor fast 20 Jahren auf jeden Fall keinen Anklang gefunden, weil du halt effektiv keine Social Medias hattest damals. Ja. Also du konntest nicht einfach auf Facebook ein Event machen und all deine 500 Freunde einladen und hoffen, dass 300 davon kommen. Also ja, ich denke, das ist die Antwort auf diese Frage. Ja. Und was war mit Ulf Herrmann? Hast du den Ulf Herrmann bei irgendeiner GWA-Show erlebt? Oder der war der GWA eingeplant? War der bei der ersten GWA-Show? Das wüsste ich jetzt echt nicht. Also bei den drei am selben Ort war er auf jeden Fall nicht. Hm. Und ob er später nochmal eingeplant war, wüsste ich auch nicht. Ich kenne auch die Beziehung zwischen Ben und Ulf nicht. Also über Ulf haben wir, glaube ich, mit ihm, also wir haben nichts gesprochen. Wie hat Sigi die Übernahme von Hate an Tassilo Jung, Felix Kohlenberg und Don Jacobi erlebt? Das ist eine relativ kurze Antwort, und zwar gar nicht, weil ich war ja dann 2003, war ich raus. Ich war dann zwischendurch nochmal für einige wenige Auftritte bis 2006 war ich noch da. Und dann ist das passiert und völlig an mir vorbeigegangen. Wobei eben, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt nichts mehr mit der WXW zu tun. Also gehört hat mir ja in dem Sinne eh nichts, weil wir ja auch nichts hatten außer den Namen, und der Name gehörte nicht mir. Und darum wurde ich da auch nicht involviert, obwohl da könnten wir jetzt vielleicht mal noch einen Rechtsanwalt fragen, wie das denn aussieht mit der ganzen Gründung davon, weil da wiederum war ich ja drin. Und ja, danach war ich ja dann nur noch, ich glaube, 3 oder 4 Mal in den letzten 15 Jahren in der WXW zu Gast. Also von dem her hat mich das schlicht und einfach nicht interessiert, was da abgegangen ist. Ja, und die zweite Frage gleich. Du bist nie ausbezahlt worden, hast du mal geschrieben. Was hast du damit gemeint? Da ging es darum, dass du auch sehr viel Geld reingesteckt hast. Was, kannst du dich noch erinnern, wie viel hast du dann von deinem Privaten in die WXW gesteckt? Also eine genaue Zahl weiß ich nicht, aber das war dann halt bei Shows, wo wir, ich sag mal, nicht volles Haus hatten, was ja dann doch relativ oft vorkam, habe ich dann durchaus mal die eine oder andere Gage bezahlt oder so. Also jetzt nicht unbedingt ein Ami oder so, aber zum Beispiel Chris Hero, ich würde meinen, zumindest das erste Mal, wo wir ihn rübergeholt haben, habe ich definitiv den Flug bezahlt oder mitbezahlt. Natürlich kann es sein, dass die SWF noch einen Teil dazu bezahlt hat, weil bei uns war er ja dann auch gebucht. Und zu einem späteren Zeitpunkt wurde Chris Hero natürlich auch mit den ganzen Camps, die wir mit ihm machten, auch irgendwie bezahlt. Aber ja, also im Großen und Ganzen würde ich sagen, es waren doch schon ein paar tausend Euro? Ja, ein paar, vielleicht 2000 Euro oder so, ja. Ja. Über 3 Jahre verteilt, ja. Ja. Fragt dann auch noch, wie ist dein heutiges Verhältnis? Ich glaube, das haben wir im Internet schon ein bisschen breit getreten.
dein heutiges Verhältnis zu der WXW GmbH und dein Status, du bist ja Hall of Famer. Was ist da aktuell im Gange? Ja, also ich höre ja nichts. Es soll besprochen werden, mein Hall of Fame-Status. Ja gut, also dann besprecht das mal und lasst es mich wissen, liebe WXW. Und mein Verhältnis, also zu gut, Jacoby ist nicht mehr dabei, aber ich schließe ihn jetzt trotzdem mal mit ein. Zu Jacoby hatte ich nie groß Kontakt eigentlich. Also mit ihm habe ich am wenigsten geredet in den letzten 20 Jahren. Zu mir Naja, ja, so. wer hat dich dann kontaktiert, dass du überhaupt in die Hall of Fame gekommen bist? Ich denke, das war schon Tess, Tassilo Jung. Das war sein oder einer Vorschlag, den sie wahrscheinlich zu dritt im Team getroffen haben und gesagt haben, okay, Sigi wäre doch ein Kandidat. Warst du der Erste? Wer waren die ersten Hall of Famers? Hate? Du? Wer noch? Nee, der allererste war, glaube ich, Madcow. Aha, okay. Ich weiß, dass Mark Weingartner in der Hall of Fame ist. Das verstehe ich nicht ganz. Warum bin ich nicht drinnen? Ich meine, ich war doch auch Producer. Aber wahrscheinlich hat Mark Weingartner länger, war loyaler, hat sein Material wahrscheinlich gleich der WXW geschenkt und gesagt, das habt ihr, das könnt ihr euch. Und das ist natürlich klar, dass man, wenn man ein Ass-Kisser ist, in die Hall of Fame kommt. Das war ich ja nicht. Also die Class of 2010 waren auf jeden Fall ich, Hate, Baron von Hagen und Thumbtack Jack. Und Ja. das war, glaube ich, bis heute immer noch die größte Hall of Fame von der Anzahl her. Und später wurden ja auch Ares aufgenommen und letztes Jahr Claudio? Brookside. Nein, Claudius nicht drin. Ja. Naja, sie wollen wahrscheinlich nur die Leute einführen, die sie dann auch einladen können, ne? Ja, Ja, wurscht, aber Sie können mich gerne einladen, aber ich möchte dann nicht nur den Hall of Fame, weiß nicht, was du bekommen hast, einen Ring, eine Urkunde. und eine Urkunde und Ja, und da das. möchte ich noch meine Auszahlung für alle Produktionen haben und dann können Sie meinetwegen wegen die Rechte, die alleinigen für die Shows haben, aber das wird nicht passieren. Ja, vielleicht noch mal kurz zurück zur Frage. Also wie gesagt, zu Jacoby hatte ich überhaupt keinen Kontakt in dem Sinne. Er hat mich aber immer normal behandelt. Also wir hatten nie einen Aneckungspunkt, sage ich mal. Mit Kohlenberg, ich sage mal, bevor er in der WXW-Leitung war, ja, wir waren sogar mal zusammen in einem Freizeitpark in Holland. Also ja, mit Kohlenberg habe ich aber auch keinen Kontakt in dem Ja, Sinne. was war denn Kohlenberg schon damals? Der ist doch bestenfalls Stammfan gewesen, der mit seinem Vater kam. Mehr war doch Kohlenberg nicht, oder? Oder hast du denn noch irgendwie erlebt, dass er dann irgendwie auch gezahlt hat für Wrestler? Ich direkt nicht, weil, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich ja sowieso raus, also was er gemacht hat backstage oder im Office, keine Ahnung. Ja. Und ja, zu Tassilo Jung, also ich sag mal bis vor kurzem, also ganz am Anfang hatten wir eigentlich eine relativ gute Freundschaft. Also ich kann mich Ja. daran erinnern, dass ich oft bei ihm in Deutschland damals war. Wir waren essen zusammen. Ich habe bei ihm vor Shows übernachtet, nach Shows übernachtet. Wir sind zu Shows gefahren zusammen. Und ja, irgendwann hat sich der Kontakt dann halt ein bisschen verloren. Aber an Shows, wo wir uns gesehen haben, sind wir uns normal begegnet und haben normal geredet. Und Ja. ja gut, wie gesagt, wenn Sie denken, Sie müssen mir den Hall of Fame-Status aberkennen, dann
Ja, dann sei es so. Ja, ich glaube, dem ist das ein bisschen, und muss uns, ist meine Meinung, dem ist das alles ein bisschen in den Kopf gestiegen, diese ganze WXW-Geschichte. Ja, sie sind natürlich die Top-Liga in Deutschland, sie haben viel gemacht fürs Wrestling, aber meines Erachtens jetzt, wie sie dastehen, ist das nur mehr eine Liga, die jetzt von der WWE profitiert und die aufschauen, was die machen, und sie sind abhängig. Und was ich auch gehört habe, ist, dass sie bereits kurz vor Bankrott gestanden sind und rausgezahlt worden sind von der WWE mit einem gewissen Betrag. Das Videomaterial haben sie schon an die WWE abgetreten zu einem gewissen Teil. Und, das sind viele Dinge, die für mich nicht mehr die WXW sind, die sie früher waren, diese coole Family Party Disco Liga. Das ist sie nicht mehr, und die haben sich verändert. Sie sind zu einer GmbH geworden. Sie haben Leute verpflichtet. Es sind Leute gegangen. Wie gesagt, Jakobi ist jetzt nicht mehr dabei, auch aus guten Gründen. Und ja, ganz ehrlich, ich kann mich mit dieser Liga nicht mehr identifizieren, und spätestens seit der Videogeschichte noch weniger. Also ganz ehrlich, F them. Ich sag's mal ganz einfach in einem Satz, es geht mir am Arsch vorbei, weil, ja, wie viele wissen, ich habe mich entschieden, dass 2020 eigentlich mein letztes Jahr sein sollte. Das wird jetzt vermutlich halt noch ein halbes Jahr verlängert nächstes Jahr, aber mir ist persönlich ist das eigentlich egal, ob da eine ein Diplom an der Wand hängt, weil das, wofür ich das Diplom bekommen habe, habe sowieso ich mit aufgebaut. Mhm. Also kann ich mir auch selber ein Diplom schreiben und an die Wand hängen, das ist mir egal. Einerseits wäre es schade, wenn man mir das aberkennt, aber ja gut, ich kann mir damit jetzt beim Bäcker auch kein Brot gratis holen. Also von dem her, ja. Thorsten Fritz, wenn wir das jetzt das Thema WXW mal abhaken, gibt aber noch eine andere Frage. Das betrifft dich als Wrestler, Sigi. Jetzt wieder ganz aktuell sind das Thema Gesundheit, Gehirnerschütterungen und Nachwirkungen im Wrestling auch Chairshots ein Thema. Hattest du je ein Problem oder hattest du jemals eine Gehirnerschütterung oder andere Beeinträchtigungen durchs Wrestling irgendwie erfahren? Hast du irgendwie jetzt irgendwelche gesundheitlichen Defizite, weil du gewrestelt hast? Also am Kopf nicht oder nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen dumm, dass wir uns für zum Teil keine Gage in den Ring stellen und da uns schinden, aber ich wüsste zumindest nicht, dass ich jemals eine Gehirnerschütterung hatte. Mhm. Meine Knie sind nicht mehr so toll, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich als Jugendlicher bis zu 140 Kilo gewogen habe. Ich hatte vor kurzem einen Bandscheibenvorfall, wobei einen, wie sagt man, also einen Bandscheibenvorfall, den man nicht operieren muss, also einen nicht akuten Bandscheibenvorfall. Das liegt aber wahrscheinlich auch eher daran, dass ich nicht ins Gym gehe, den ganzen Tag im Auto sitze und herumfahre in meinem Job und dass ich 10 Jahre lang Pakete rumgeschleppt habe in meinem alten Job. Was ich mal hatte, war ein angerissenes Knie, also ein angerissener Meniskus und Oberschenkelmuskel, weil Demolition Davis mich weggeschubst hat als Referee. Ich hatte mal 2 angebrochene Wirbel, das habe ich aber auch Jahre später erst erfahren, als ich mal bei einem Chiropraktiker geröntgt wurde. Also es war nie was, wo ich
ich sag mal, Nachfolgen davon habe, vom ganzen Wrestling. Mhm. Eine letzte Frage von Thorsten Fried. Nein, hier zwei Sachen. Warum, gut, das können wir beide vielleicht sogar beantworten, warum gab es neben ROE Switzerland und den ROE Austria natürlich kein ROE Germany? Ganz ehrlich, also ich kann es nur so beantworten, ich hatte nie die Überlegung, jemals in Deutschland zu veranstalten. Und nachdem ja sowieso jeder seine eigene Liga aufmachen möchte, gab es auch keinen in Deutschland, der mich irgendwie fragte, was hältst du davon? Ich glaube, wir haben damals gesagt, irgendwie es ist eine Zusammenarbeit, gerade wenn wir an einem Wochenende oder eine Woche, weiß ich, sie einen US-Indie-Wrestler holen, dass das gerade passt, dass es ROE und ROE Switzerland gibt. Aber ja, also für mich war es ja kurz nach dem Ende der Swiss Wrestling Federation. Und hattest du andere Überlegungen? Ich meine, du hast mich gefragt, machen wir ROE Switzerland. Wir haben dann ich glaube, Bernhard hat das gemacht. Das war so ein Logo mit den Schweizer, mit dem Kreuz, mit den Kreuzen. Ja, also im Prinzip habe ich ja dasselbe Logo wie du verwendet, allerdings mit Kreuzen. Allerdings eben nicht die Sterne, die du hattest, sondern die Schweizer Kreuze. Schweizer Kreuze, und wir hatten das glaube ich, rot-weiß. Rot-weiß war es, genau. Und ich schaue jetzt nämlich selber gerade nach bei den alten Logos, bei Old Stuff. Und war das dasselbe? Das Logo war genau das. Das Logo war dasselbe, aber rundherum flogen eben keine Sterne, sondern Kreuze. Mhm. Und unten ist dann gestanden ROE Switzerland. Ja. Genau. Aber zur Frage nochmal, warum ich das gemacht habe. Also für mich war nach dem Ende der SWF klar, ich will jetzt trotzdem was in der Schweiz machen, weil auch wenn ich im Jahr 2005 mit den Bookings und so nicht mehr so viel zu tun hatte, und da können wir uns dann ja vielleicht irgendwann mal Fabio Sessa einladen und ihn befragen, mhm. Aber für mich war klar, ich will weitermachen in der Schweiz, weil ich habe mir ja doch irgendwo was aufgebaut, und die ganzen Wrestler, die wir zu dem Zeitpunkt in der Schweiz hatten, die wollten ja auch irgendwo weiter auftreten. Also ja, wie jetzt das genaue Gespräch zwischen uns war, weiß ich nicht mehr. Aber ja, für mich hat sich's ja dann irgendwo angeboten zu sagen, hey, wenn du einen Ami holst, kann ich mich ja auch daran beteiligen und wir können uns den teilen. Und so kann ich in der Schweiz was. Genau, bevor du jetzt großartig eine neue Liga gründest, machen wir halt da so einen kleinen Joint mit Switzerland. Genau. Ja. Und zum Abschluss noch in dieser Mail, also es gibt immer wieder Fragenkataloge von Thorsten Fritz. Wenn Siggi sich noch ein Match wünschen könnte, gegen wen würde er antreten wollen? Da gibt es natürlich nicht nur reelle, sondern vielleicht auch einen Wunschgegner weltweit, beziehungsweise welchen Europäer würdest du noch gerne im Ring gegenüberstehen? Würdest du oder wäre das jetzt wirklich für dich jetzt nur mehr eine Theorie? Oder würdest du wirklich sagen, ich mache auf jeden Fall noch ein Match? Also ein Match will ich auf jeden Fall nochmal machen. Also vor allem ein Match in der Schweiz. Weil in der Schweiz stand ich jetzt effektiv, wenn wir das eine Rookie warst du zum schon... Mal, wann warst du zum letzten Mal aktiv in der Schweiz? Für ein Match? Das ist wirklich länger her. Wirklich? Muss, ja. Warst du nicht irgendwann mal bei der SCW gebucht? Vor, weiß nicht, von einem Jahr oder so? Oder war das bei... Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, aber... Mein letztes Match in der Schweiz war bei der SWE. Das war aber bei einer Rookie-Show gegen Marrow.
Und das war das letzte Mal, wo ich in der Schweiz... Ich habe hier stehen, dass das letzte Match in der Schweiz von dir war, das ist wirklich schon länger her, vor 7 Jahren gegen Mike Tuger. Stimmt ja, das war mein letztes Match. Das war aber, SCW. Genau, richtig. Ja. Aber mein letztes Match in der Schweiz war vor ungefähr 2 Jahren gegen Mero. Das ist aber nicht gelistet. Müsste gelistet sein bei Cage. Ah, Entschuldigung, Match. Ich sehe es gerade, ja. Das war nämlich nur eine Dojo-Show. Ja. Von der SW. Also mein, stimmt, ja. Ja, also das heißt, in der Schweiz hatte ich nie ein offizielles Abschiedsmatch. Und das hätte ich doch gerne noch. Und ja, gegen wen? Also ich habe generell einige, gegen die ich gerne gewrestelt hätte in meiner Karriere, unter anderem zum Beispiel Tommy Dreamer, weil das war immer ein Vorbild irgendwo für mich. Jetzt nicht unbedingt vom Wrestling-Stil her, aber vor allem, was er in der Endphase der ECW gemacht hat. Natürlich gibt es da viele, die man nennen könnte. Klar hätte ich gerne mal gegen Ric Flair gekämpft oder was weiß ich für Namen oder in der Tag-Team-Szene zum Beispiel gegen den Midnight Express oder Rock'n'Roll Express oder so, weil das halt die Tag-Team-Matches sind, die das Tag-Team-Wrestling geprägt haben. Und ja, aber ich denke, wenn ich mir ein letztes Match wünschen kann oder könnte, wäre es tatsächlich Cesaro. Ja. Aber das, ja, ist aktuell nicht möglich. Ich glaube auch, dass Claudio nicht seine Rente, glaube ich, auch in Amerika verbringen wird und nicht nach Europa zurückkehren wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Gut, also ich denke, Claudio wird lange bei der WWE er wird den Rest seiner aktiven Karriere wird er bei der WWE sein und später wird er vermutlich auch in irgendeiner Form Trainer oder Road Agent sein. Sehr wahrscheinlich. Weil seine Frau ist ja auch Trainerin im Performance Center, also ich denke, die beiden werden in der WWE bleiben, wobei es kann natürlich sein, dass er irgendwann mal die Möglichkeit hat, also ich meine, als Road Agent darfst du ja, glaube ich, zum Teil auswärts wrestlen, wie zum Beispiel an Jeff Jarrett oder jetzt MVP wäre ja auch noch in Österreich gewesen. Ja, stimmt. Also, ja, aber ich denke, bis das soweit ist, bin ich dann auch zu alt, um irgendwie in irgendeiner Form im Ring zu sein. Gut, Claudio ist jetzt knapp 40, soweit ich weiß, und du bist, glaube ich, nicht viel jünger oder älter. Ich bin ein Jahr jünger als Claudio. Ja, also gut, mal abwarten vielleicht. Ich meine, Dory Funk Jr. ist, glaube ich, vor 1-2 Jahren auch noch im Ring gewesen. Das hat dann halt schon sehr, sehr langsam ausgesehen. Ich glaube, gegen irgendeinen Japaner war das. War das Onita oder irgendwas? Also das sah echt arg aus. Aber es war irgendwie auch nur mehr ein Art Respekt. Da ging es nicht mehr, ob das Match jetzt echt aussehen sollte. Da wollte wirklich ein Dory Funk mit damals, glaube ich, 72 oder 74 noch zeigen, was er im Ring konnte. Und ich habe hier keine Fragen mehr. Ich glaube, ich habe auch keinen Kohldampf mehr. Und irgendwie, glaube ich, werden wir das Jahr 2003 beim nächsten Mal Revue passieren lassen. Ja, das denke ich mir auch. Dann würde ich sagen, lassen wir das für heute und gehen zurück zum Spargelstechen, weil wir müssen ja jetzt unser Geld verdienen, weil wir ja nicht mehr im Ring stehen könnten. Ja, möchtest du da spezielle Grüße nach England ausrichten? Weil dort gibt es ja, glaube ich, Spargelfelder, wo jetzt Personal gesucht wird, oder? Naja, nicht nur nach England. Also ich finde halt die ganzen
Wrestler, die denken, sie seien Profis und leben vom Wrestling und die jetzt kein Geld mehr verdienen. Also es gibt schon noch überall Jobs, die man jetzt halt machen kann. Ja, ich möchte da jetzt nicht spezielle Grüße schicken. Das Wichtigste ist nur, Leute, bleibt am Boden. Wenn ihr einen Job habt, gebt den Job nicht auf. Wrestling, ja, es ist ein Traum für viele, aber ganz ehrlich, das Wrestling als Hobby zu betreiben, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sinnvoller, als wenn man versucht, einfach nur Wrestler zu sein und davon zu leben oder zu überleben. Nee, das geht heute nicht mehr. Ja, die Musik spielt. Ja, dann würde ich sagen, bist du wie immer der Erste, der sich verabschiedet. Ja, liebe Wrestling-Fans, das war die Ausgabe Nummer 4 des Drive-Thrus. Seid gespannt, wen wir nächstes Mal am Start haben. Sigi, deine Burger, die kommen jetzt noch, weil ich habe gesehen, du nimmst dir noch welche mit nach Hause. Also ich glaube, du willst wirklich wieder Wrestling betreiben und auf deine 140 Kilo kommen. Ja, nee, das lassen wir, aber auf die 115 Kilo vielleicht. Darum gibt es jetzt den Cage Burger und bleibt, wie ihr seid, denn das tue ich auch. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Fickt euch und tschüss.